Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir versuchen eben nebenher noch ein technisches Problem zu lösen, aber alle Referentinnen und Referenten sind da. Die Veranstalter sind glücklich. Mein Name ist Carsten Gede. Ich möchte Sie ganz herzlich hier auch für das Studium Generale in der Bucerius Law School begrüßen. Uns führt heute die Klimakrise hier zusammen. Ich selbst bin Professor für Strafrecht an der Bucerius Law School. Wirft die Frage auf, was hat mich denn da bewogen, jetzt diesen Debattenabend anzustoßen? Bin ich vielleicht selber Aktivist oder kurz an der Schwelle, dann einer zu werden? Oder bin ich besorgter Autofahrer, der wie manch andere Kolleginnen und Kollegen von mir dann jetzt auch seine schneidige Rechtsansicht präsentieren will? Sie werden ahnen, das ist nicht mein Anlass, sind nicht meine Motive. Ich denke, dass sich unsere Rechtsordnung die Antwort auf die Aktionen der letzten Generation und auch auf andere Proteste nicht leicht machen sollte. Die Suche nach angemessenen und differenzierten Antworten, gerade auch des Strafrechts, ist gerade in einem demokratischen und entwickelten Rechtsstaat notwendig für die Fälle des zivilen Ungehorsams, die wir hier heute behandeln wollen. Und das bedeutet in meinen Augen zwar nicht, dass das Ergebnis immer die Straflosigkeit sein müsste. Die Frage nach dem Recht ist aber sehr ernsthaft zu stellen. Und die in der Öffentlichkeit jedenfalls seit November zunehmend einfachen und eskalierenden Antworten greifen aus meiner Sicht viel zu kurz. Und zugleich, das möchte ich gar nicht verhehlen, ist es die akademische Neugier des Strafrechtswissenschaftlers, wie wir mit diesen Problemen umgehen. Und ich freue mich jetzt ungemein darüber, dass wir so viel Expertise hier aus der Strafrechtswissenschaft versammeln konnten in diesem Abend. Wir werden Einsichten zu verschiedenen Teilfragen dadurch hören. Ich werde dann die Referentinnen und Referenten einzeln vorstellen. Und genauso sehr freue ich mich darüber, dass uns Frau Herrmann und Herr Dr. Bönte auch sozusagen eine Introspektive auf den Gegenstand auch eröffnen werden. Wir begrüßen damit Gäste, die, was man bei aller denkbaren Kritik nicht übersehen sollte, den Großteil ihrer Lebenszeit und vielleicht auch Zukunft dem Klimaschutz widmen und zum Teil wörtlich auch ihre Haut und Knochen zum Einsatz bringen. So, und jetzt steigen wir ein. Frau Herrmann, mit Ihnen möchte ich beginnen mit Ihrem Input. Frau Herrmann hat, wenn ich das richtig sehe, ihr Jurastudium unterbrochen, beendet, um in der letzten Generation aktiv zu sein. Und aktiv meint hier die eigene Beteiligung an öffentlichen Protestaktionen und aktiv meint aber zum anderen auch jetzt aktuell eine zentrale Rolle bei der Mitwirkung, der Koordination des Umgangs mit den Strafverfahren, die sich mittlerweile ergeben haben. Und meine Bitte an Sie ist, die Motivation, die Ziele der letzten Generation näher zu bringen. Bitte, Frau Herrmann. Hallo, guten Abend. Ich freue mich natürlich sehr, hier die Möglichkeit zu haben, mal vor ganz vielen Jurastudierenden zu sprechen, wo ich ja also auch selbst auch eine bin und da aber länger schon jetzt nicht mehr so viel Kontakt hatte. Ich glaube, ich will einsteigen mit den Worten, dass wir alle, die wir jetzt hier sind und alle generell die letzte Generation vor den Kipppunkten sind. Also wir jetzt die letzte Generation sind, die dieses Zeitfenster noch nutzen kann, das wir haben, bevor wirkliche Klimakatastrophe passiert, um noch so weit uns anzupassen und Maßnahmen zu treffen, dass das eben nicht passiert. Ich studiere Jura in Passau und habe aber zugegebenermaßen jetzt so seit 2 Jahren eigentlich keine Vorlesung mehr besucht. Ich habe auch einen Bachelor im britischen Recht dort fertig studiert und war auch 1 Jahr in Israel und habe dort internationales Recht studiert. Habe auch ein bisschen Asylrecht so an der Law Clinic bei uns gemacht in Passau. Und habe dann, und das will ich kurz einfach noch erzählen, so um den Kontext herzustellen, das war so im Herbst 2020 ungefähr, habe ich eine Doku gesehen auf Netflix, Mein Leben auf diesem Planeten von David Attenborough. 90 Jahre alter Mann, der ganz viel in der Umwelt geforscht hat, in der Natur erzählt,
wie er den Planeten dabei beobachtet hat, nur in seiner eigenen Lebzeit, wie immer mehr kaputt gegangen ist und wissenschaftlich einordnet, was da gerade passiert und wie krass nah wir schon dran sind an diesem Kollaps unserer Natur und planetarer Systeme. Und das war für mich ein Schlüsselmoment, wo ich das erste Mal diese Krise so emotional an mich rangelassen habe. Davor wusste ich das schon immer, dass es die gibt, aber das war so der erste Moment, wo ich das auch wirklich gefühlt habe und wo für mich dann klar war, so, verdammt, ich muss da jetzt irgendwie was machen. Ich muss jetzt alles, was ich an Kraft habe, da reinstecken. Dieses Fenster von wirklich ja 2, 3, 4 Jahren, das wir noch haben, zu nutzen, um jetzt irgendwie daran mitzuwirken in der Gesellschaft, dass wir tatsächlich zu diesen Maßnahmen kommen, die wir brauchen. Und ich kann jetzt nicht einfach ja, da in der Bib sitzen und studieren und mir dann am Ende irgendwie da meinen Wisch abzuholen, dass ich jetzt Leute vertreten darf und ehe ich fertig bin, hat sich dieses Fenster geschlossen, die ersten Kipppunkte sind gefallen. Und so ist es dann passiert, Stück für Stück. Ich habe ein Klimacamp dann in Passau gegründet, dort Bäume besetzt, habe mich auch bei der internationalen Automobilausstellung dort mal in so eine Brücke gehängt mit einem Banner und war dann da 5 Tage im Gewahrsam in der JVA, also im Gefängnis wirklich. Ich saß auch schon mit auf der Straße mit der letzten Generation, wenn auch selten, weil ich nicht so viel Zeit habe. Und habe zum Beispiel auch Kartoffelbrei auf ein sehr schönes Monet-Gemälde in Potsdam geworfen. Und hauptsächlich, also meine Hauptarbeit ist aber, dass ich eben diese Rechtshilfe koordiniere, das Legal Team bei der letzten Generation, wo ja, wir sowohl die Menschen, die da in den Widerstand treten, davor aufklären über die Konsequenzen, was kommt da alles auf euch zu, wenn ihr diesen Schritt jetzt wirklich geht, und die darin begleiten, Menschen begleiten, die dann im Gewahrsam sind. Wir haben so 80 bis 100 Anwälte vielleicht, die solidarisch mit uns zusammenarbeiten, die ich genau dann koordiniere. Wir haben jetzt so 3000 Gerichtsverfahren ungefähr, die allein in Berlin vor uns stehen. Und ja, ich bin dadurch sehr krass auch Tag für Tag damit konfrontiert, warum machen diese Menschen das? Also es sind ja wirklich Menschen, die sich da ständig und immer wieder auf eine Straße setzen. Es ist super kalt, die kleben sich auf den Asphalt, teilweise bei Minusgraden. Die lassen sich anbrüllen, die lassen sich wegschleifen von Menschen, die verständlicherweise wütend sind, weil sie im Stau stehen. Und das alles in dem Wissen, dass diese Konsequenz auf sie zukommt, in dem Wissen, dass sie sich irgendwie mal vor den Gerichten verantworten werden müssen dafür. Was bewegt Menschen dazu? Und ich glaube, die Antwort ist tatsächlich relativ klar, nämlich der Klimanotstand, und zwar ein Klimanotstand, der jetzt gerade schon besteht. Die EU hat den auch schon ausgerufen. Aber ja, eben gerade durch diese Kipppunkte haben wir jetzt so ein enges Zeitfenster, wo wir noch handeln können, dass jetzt diese Dringlichkeit besteht. 4 Milliarden Menschen leben in Gebieten der Erde, die bald nicht mehr bewohnbar sind. Viele dieser Menschen werden mal einen Hungertod oder einen Hitzetod sterben. Bis 2030 werden 700 Millionen Menschen fliehen und sich schutzlos auf die Suche nach einem neuen Zuhause machen. Dürre und Wassermangel werden die Landwirtschaft global in die Knie zwingen. Also überall, die Preise werden steigen, die Ungleichheit wird auch steigen. Und ganze Nationen werden im Notfallmodus operieren. Grenzen werden hochgezogen, aufgebaut, Zäune, Menschen werden ausgegrenzt. Krawalle finden auf den Straßen statt, Kämpfe, Kriege um Ressourcen. Es klingt ganz schön krass, was ich gerade beschrieben habe, aber das ist nicht irgendwas, was ich mir ausgedacht habe. Dieses Szenario stammt von den AutorInnen des IPCC-Reports, den renommiertesten KlimawissenschaftlerInnen unserer Welt. Der Titel dieses Debattenabends trägt hier die Worte Klimanotstand und aktuelle Rechtsverletzung. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, wir haben da mehrere Spannungsfelder, in denen wir arbeiten, aber die Rechtsverletzung, die sich mir aufdrängt, ist eine, über die wir meiner Meinung nach viel zu wenig sprechen. Die Regierung bricht fortwährend die Verfassung. Der Expertinnenrat der Regierung selbst hat das gerade wieder bestätigt, jetzt im Dezember 2022, dass die Ziele des Klimaschutzgesetzes nicht erreicht werden mit den politischen Maßnahmen. Und selbst wenn sie erreicht würden, würden sie nicht ausreichen, um die Ziele des Pariser Abkommens, was ja auch völkerrechtlich bindend ist, einzuhalten. Welches ja wiederum 20a im Grundgesetz konkretisiert.
Und das hat das Bundesverfassungsgericht schon im März, glaube ich, war es 2021, bestätigt, dass die Regierung die Verfassung bricht und es wird einfach nicht besser. Und VertreterInnen der Bundesregierung fordern uns dann immer wieder auf, bitte findet doch Mehrheiten in der Gesellschaft, wir müssen Mehrheiten schaffen für Klimaschutz. Aber das Einhalten der Verfassung braucht doch keine Mehrheiten, so funktioniert doch die Verfassung nicht, so funktioniert doch unser Rechtsstaat nicht. Wir müssen einfach Klimaschutz jetzt machen, weil es um die Lebensgrundlagen und um Rechtsgüter, und zwar eigentlich so ziemlich alle zukünftiger Generationen und auch mir selbst, also der Generation vieler der hier Anwesenden ist. Und das Frustrierende für mich, das, was mich wirklich richtig fertig macht daran, ist, dass wir es ja schaffen könnten. Es gibt so viele Lösungen, die wir jetzt schon wissen, auch gesellschaftlicher Art, so viele Möglichkeiten, da Ungleichheit abzubauen, Ungerechtigkeit abzubauen, mehr Klimaschutz zu machen, weniger fossile Brennstoffe zu nutzen und zu verfeuern. Und sie werden einfach nicht wahrgenommen. Wir könnten jetzt schon in einer besseren Welt leben. Und wir brauchen da mehr Demokratie, um das umsetzen zu können, weil unsere Demokratie kaputt ist, weil fossile Konzerne da zu viel Macht haben und Veränderung aufhalten, die wir so dringend brauchen. Wenn wir jetzt nicht aktiv Veränderung gestalten, dann bricht diese Veränderung als Katastrophe einfach über uns herein. Wir können nicht einfach, es wird sich was verändern. Mit der Klimaphysik können wir nicht verhandeln, das ist Physik. Und deswegen fordert, ich sollte auch über die Ziele der letzten Generation reden, fordert die letzte Generation jetzt die Einsetzung eines Gesellschaftsrates, der sozusagen gelost wird aus der Gesellschaft, dann durch WissenschaftlerInnen aufgeklärt wird über die Realität gerade physikalisch, in der wir uns befinden und dann dort Maßnahmen diskutieren und beschließen soll, die dann auch tatsächlich umgesetzt werden mit genau einer, ja, was eine Entmachtung von Lobby und dem Zwang der Wiederwahl bewirken kann. Die letzte Generation ist eine Kampagne des zivilen Widerstandes. Das bedeutet, dass auch ganz bewusst und aktiv Grenzen übertreten werden und eine Störung verursacht wird, eine Störung im Alltag, die dieses Anliegen unignorierbar macht. Also über einfach eine angemeldete Versammlung auf dem Rathausplatz hinausgeht, sondern einfach ständig da ist und immer wieder den Leuten vorhält, wir können nicht einfach so weitermachen, wir müssen jetzt was verändern. Und ziviler Widerstand funktioniert, das wissen wir aus der Vergangenheit, das wissen wir aus der Geschichte. Es gibt unzählige Beispiele, die Suffragetten zum Beispiel, die das Wahlrecht erkämpft haben, was ich ohne den zivilen Widerstand von dieser Gruppe vielleicht gar nicht hätte. Oder genauso die Bürgerrechtsbewegung in den USA, Anti-Apartheid in Südafrika. Gandhi hat die Unabhängigkeit Indiens von der Kolonialmacht der Briten erreicht. Und auch die Friedensbewegung in der DDR war eine Bewegung des zivilen Widerstandes. Und die Strategie der letzten Generation ist penibel, also fußt auf penibler wissenschaftlicher Analyse dieser vergangenen Bewegungen und setzt diese um in der Demokratie, in der wir gerade leben. Das sind also nicht einfach nur ein Haufen Chaoten, die sich auf Straßen kleben, so wie es die Bild gern darstellt. Und jetzt will ich zum Schluss gerne noch kurz über die Rolle der Rechtswissenschaftlerinnen sprechen, weil das ist ja irgendwie das, wozu wir heute auch irgendwie hier sind. Mir fällt nämlich immer wieder auf, dass in Gerichtsverfahren, in denen ich dabei bin, was viele sind, RichterInnen sowie Staatsanwälte oft eine Sache nicht so ganz verstehen, nämlich, dass die größte Gefahr für unseren Rechtsstaat gerade nicht etwa die BürgerInnen sind, die die Regierung zum Einhalten der Verfassung auffordern, sondern die Klimakrise selbst. Und diese Realität, die Realität der Krise, das ist vielleicht auch was, wo Professor Gede gerade schon irgendwie darauf hingewiesen hat, diese Realität müssen wir mehr mit einbeziehen in Abwägungen, auch im Strafrecht. Und in circa 70 Verfahren, die wir jetzt mit der letzten Generation schon geführt haben, ein bisschen mehr sind es, glaube ich, mittlerweile, haben 5 RichterInnen bis jetzt freigesprochen. Meistens haben sie die Verwerflichkeit der Nötigung abgelehnt, aber immer auch auf die ein oder andere Art irgendwie die Klimakrise damit einbezogen. Da die Details, das werden wir bestimmt gleich noch ein bisschen erörtern. Und ich glaube aber genau eben, dass diese Rolle, das mit einzubeziehen und dort das auch irgendwie fortzuentwickeln, wie wir da das Recht denken, können wir nicht den überlasteten unteren Instanzen unserer Gerichte überlassen, sondern das ist ja gerade die Rolle der Rechtswissenschaft, weswegen ich es auch super finde, dass wir uns hier drüber austauschen.
Ich will jetzt an dieser Stelle noch einmal Stefan Rahmstorf zitieren. Das ist einer auch der führenden Klimawissenschaftler, der forscht am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und der hat mal gesagt in einem Video bei Zeit Online, viele Kollegen, die ich kenne, glauben, dass wir sowieso niemals auf 4 Grad Erwärmung kommen würden, weil uns vorher die Wirtschaft zusammenbricht und die Welt in Konflikten versinken würde. Dass es nicht dazu kommt, liegt jetzt in unserer Hand. Wir sind die letzte Generation, die das noch verhindern kann. Ja, und da stellt sich an dieser Stelle, glaube ich, für uns einfach die Frage, wie kann sich denn der Rechtsstaat, der ja auch zusammenbricht, wenn die Gesellschaft zusammenbricht, wie kann sich der Rechtsstaat davor schützen, vor dieser Krise und da seine Rolle finden? Wir sind in einer Situation, wo die Regierung fortwährend verfassungswidrig handelt und es dafür keine Konsequenzen gibt. Die Gerichte, die Judikative kann keine Sanktionen für die eigene Regierung verhängen oder die Politik beeinflussen und das ist auch gar nicht ihre Aufgabe, sondern wir sind in einer Demokratie und da ist eben genau das die Aufgabe der BürgerInnen, die Aufgabe des Volkes sozusagen, die Regierung daran zu erinnern, dass sie die Verfassung einzuhalten hat. Und da müssen wir uns, glaube ich, fragen, ob sich der Rechtsstaat gerade selbst zerstört, indem er BürgerInnen bestraft, die sich für den Erhalt des Rechtsstaats einsetzen. Ja, damit soweit von mir. Liebe Frau Herrmann, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihren eindrucksvollen Input, den Sie uns gegeben haben. Ich möchte als zweiten Vortragen Herrn Rechtsanwalt Dr. Mathis Bönte herzlich begrüßen. Sie kommen aus Münster zu uns, sind, wie Sie schon raushören konnten, promovierter Jurist und Sie beraten, verteidigen auch im Kontext des Klimaaktivismus und sind auch selbst aktiv. Und Sie haben auch zu den einschlägigen Rechtsfragen publiziert, einen Aufsatz, der auch von Urteilen intensiv aufgegriffen worden ist. Und ich möchte Sie bitten, zur Berechtigung des Aktivismus auch uns zu erhellen. Bitte schön, Herr Bönte. Ja, vielen Dank, Herr Gede. Vielen Dank nochmal für die Einladung, dass ich hier sprechen darf und was zum Klimanotstand ausführen darf. Erstmal noch zu meiner Person. Ich bin Strafverteidiger aus Münster, war zunächst im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht tätig. Mittlerweile hat sich das immer weiter verschoben, dass ich mittlerweile im klassischen Strafrecht tätig bin, auch Blut und Sperma genannt im Fachjargon. Klimaaktivist bin ich seit Anfang 2019. Es fing so an, dass ich 2018 beruflich ein bisschen kürzer getreten bin, um mich um meine Familie mehr zu kümmern und dann Zeit hatte. Also ich hatte schon immer den Eindruck, dass mit dem Klima, das ist ein ernstes Problem. Also meine erste Sorge war noch, scheiße, dann kannst du irgendwann nicht mehr Skifahren. Und nach habe ich dann Dokumentation über die Klimakrise gesehen und dann ist mir aufgefallen, ja, das ist vielleicht doch ein Problem, was ganz andere Dimensionen hat. Als dann Fridays for Future angefangen hat, Ende 2018 war das in Münster, bin ich zu den ersten Demonstrationen hingegangen, habe gesagt, ich bin Rechtsanwalt, wie kann ich euch unterstützen, war dann am Anfang Zähler und dachte da dann parallel auch schon, ja, vielleicht kann ich die irgendwie rechtlich unterstützen, weil Schulstreiks ja auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können. Das war dann aber nicht der Fall. Sondern wo ich die dann tatsächlich auch rechtlich unterstützen konnte, war bei den kommunalpolitischen Verhandlungen. Und dabei ist mir aufgefallen, wie politische Prozesse funktionieren, dass es da eben nicht darum geht, wir haben ein Problem, wie lösen wir das sachlich am besten, sondern dass es da darum geht, welche Interessengruppe steht wohinter und welchen Druck kann diese Interessengruppe ausüben. Nachdem ich das verstanden habe, habe ich mir überlegt, was kann das Druckmittel der Klimabewegung sein? Und da ist mir nur der zivile Ungehorsam eingefallen. Inwieweit da Druck ausgeübt werden kann, darauf werde ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Bin dann zu Extinction Rebellion gegangen, habe auch wieder gesagt, ja hier, ich bin Rechtsanwalt, Strafverteidiger, wie kann ich euch unterstützen? Habe diesen Aufsatz veröffentlicht, den Herr Gede gerade schon angesprochen hat.
Und aus Extinction Rebellion mehr oder weniger hat sich dann die letzte Generation entwickelt. Und da war ich dann auch von Anfang an beim Legal Team mit dabei und verteidige jetzt einige Aktivisten vor Gericht. Wenn ich Debatten über die letzte Generation verfolge, dann finde ich die meistens merkwürdig. Also die Aktivisten der letzten Generation weisen dann immer darauf hin, dass wir auf eine Riesenkatastrophe zusteuern, wo Milliarden von Menschen die Lebensgrundlage entzogen wird, dass es Kriege in unvorstellbarem Ausmaß geben kann und auch unser eigenes Leben bedroht ist. Und die Antwort ist dann immer, ja, das mag alles sein, aber du darfst doch nicht stören. Also, für mich passt das nicht zusammen. Und wenn ich an solchen Debatten teilnehme, dann stelle ich immer eine Frage meinen Mitdiskutanten, ja, was meinen Sie denn, was kann passieren? Wenn ich jetzt hier in die Runde fragen würde, wer könnte mir plausibel erklären, was passieren kann, wie da ungefähr die Abläufe sind? Die meisten, denen ich die Frage stelle, von denen kommt keine vernünftige Antwort und ich halte die Frage auch für alles andere als leicht. Was wir alle sehen, sind Dürresommer, die wir letztes Jahr erlebt haben, die Flut im Ahrtal, das waren sehr eindrückliche Bilder, wie da ganze Häuser weggeschwemmt wurden, es zahlreiche Tote gab. Aber letzten Endes muss man natürlich sagen, unser Leben ging größtenteils ganz normal weiter. Es hat uns nicht sonderlich berührt und man kann sich da schwer vorstellen, dass solche Ereignisse dazu führen können in den nächsten Jahrzehnten, dass es tatsächlich zu solchen Ereignissen kommt, die Mirjam gerade geschildert hat. Warum das trotzdem der Fall sein kann, beschreibt der Weltklimarat so, in seiner üblich anschaulichen Art und Weise. Die Folgen und Risiken des Klimawandels werden immer komplexer und schwieriger zu bewältigen. Vielfältige Klimagefahren werden gleichzeitig auftreten und vielfältige klimatische und nicht klimatische Risiken werden wechselwirken, was zu zusammengesetzten Gesamtrisiken und Risikokaskaden über Sektoren und Regionen hinweg führt. Alles klar? Also, was man daraus mitnehmen kann. Als ich mich da eingearbeitet habe in das Thema, also als Fridays for Future angefangen hat und ich da mal zu einer Demo gegangen bin, da habe ich mehrere Wochen mir Vorträge von Klimaforschern angeguckt und immer, also mir war klar, wie die sich verhalten, das ist nicht normal, dass die Scientists for Future gründen, überall Vorträge vor Leiden halten, selbst demonstrieren. Klimaforscher der NASA hat sich schon vor ein paar Jahren bei Protesten gegen die Ölpipeline verhaften lassen. Das sind keine normalen Verhaltensweisen und ich wollte dann wissen, was ist denn jetzt dieses eine katastrophale Ereignis, was uns tatsächlich so in Mitleidenschaft zieht und das muss ich vorwegnehmen, das gibt's nicht. Die Klimakrise, das ist nicht dieser eine Schuss aus der Pistole, der uns tötet. Die Klimakrise, das ist das Zusammenwirken von ganz vielen vielfältigen, so sagt es der Weltklimarat, Umweltveränderungen auf der ganzen Welt, die miteinander wechselwirken und so uns nach und nach immer weiter an globale Krisen heranrücken. Also es ist nicht diese eine Kugel, die uns mit einem Schlag erschießt, sondern es ist mehr mit Krebs vergleichbar, so hat es eine Forscherin vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung mal beschrieben. Der schleichend metastasiert und wenn es uns dann richtig scheiße geht, wenn dann die Konflikte da sind, dann ist es auch zu spät, dann können wir nicht mehr wirklich was dagegen machen. Wenn Sie Krebs haben und erst zum Arzt gehen, wenn es Ihnen richtig schlecht geht, dann ist es auch mit großer Wahrscheinlichkeit zu spät. Bisschen anschaulicher kann man das vielleicht machen anhand dieser Grafik. Zeigt den Verlauf der globalen Mitteltemperatur in den letzten etwa 20.000 Jahren. Das Wichtige daran ist, was in den letzten 10.000 Jahren passiert ist, nämlich klimatisch relativ wenig. Da war die globale Mitteltemperatur ziemlich stabil. Und erst innerhalb der letzten 10.000 Jahre hat sich unsere Zivilisation entwickelt. In den rund 200.000 Jahren vorher waren wir Jäger und Sammler.
die immer umhergezogen sind. Und erst da haben wir die Landwirtschaft entwickelt, was ja auch vollkommen plausibel ist, weil wenn ich Landwirtschaft betreiben will, dann bin ich auf relativ stabile Bedingungen angewiesen, dass ich weiß, wann ich jetzt sehen muss, was ich sehen muss und was ich wann ernten kann. Und auch das ganze Konzept von Küstenstädten, das macht natürlich nur im stabilen Klima Sinn. Hätten wir die vor 20.000 Jahren gegründet, dann würden die jetzt 120 Meter tief im Meer liegen. So stark ist nämlich der Meeresspiegel vom Zeitraum vor 20.000 Jahren bis vor 10.000 Jahren in etwa gestiegen. Und man sieht hier ganz am Ende, dass die aktuelle Erwärmung überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was die Menschheit jemals erlebt hat. Wir sind aktuell bei 1,2 Grad und ja, wir haben keine Erfahrungswerte. Man weiß nicht, wann diese ganze Zivilisation, die auf einem stabilen Klima beruht, zusammenbricht. Aber es steht vollkommen außer Frage, dass es irgendwann auf dieser Gerade nach oben, so kann man es ja fast bezeichnen, passieren wird. Wir sind aktuell bei 1,2 Grad. Fast alle Staaten der Welt haben 2015 in Paris vereinbart, dass bei 1,5 Grad Schluss sein soll mit der Erwärmung, dass wir sie da begrenzen wollen. Auf jeden Fall aber deutlich unter 2 Grad. Gut, so viel zur Frage, was kann passieren? Ich will noch kurz auf die Probleme im Rahmen des rechtfertigenden Notstands eingehen, die ich in meinem Aufsatz besprochen habe, und da vor allem die, die in Gerichtsverfahren diskutiert werden. Da ist zum einen die Frage der Gegenwärtigkeit. Wir sind noch bei 1,2 Grad. Wenn wir sagen, richtig gefährlich wird es ab 1,5 Grad, dann ist das ja noch weit weg. Ist der Notstand vielleicht auf solche akuten Gefahrensituationen beschränkt? So hat der Präsident des Amtsgerichts Lübeck mal den Medien erklärt, als mein Mandant sich an ein Flugzeug geklebt hat. Da hat er gesagt, nee, auf den Notstand könnte man jetzt nur verweisen, wenn er gewusst hätte, dass das Flugzeug im nächsten Moment abstürzen wird. Die Klimakrise, die ist keine gegenwärtige Gefahr im Sinne des Paragraphen 34. Ich spule mal vor. Aber, wie Sie sicher im Studium schon gelernt haben, das ist nicht das Entscheidende im Rahmen des rechtfertigen Notstands, sondern da kann die Gefahr auch gegenwärtig sein, wenn sie zwar noch weiter bevorsteht, aber sofortiges Handeln erforderlich ist. Warum sofortiges Handeln erforderlich ist, lässt sich anhand der Menge an CO2 verdeutlichen, die wir noch in die Luft pusten dürfen, wenn wir diese Pariser Ziele, das 1,5-Grad-Ziel, jedenfalls mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit einhalten wollen. Das sind 500 Gigatonnen ab 2020. Zeitlich bedeutet das dann weltweit diese Reduktionspfade. Wir sehen hier, wenn wir 2021 angefangen hätten, dann wären wir auf dem blauen Reduktionspfad. Das sieht schon sehr, sehr, sehr ambitioniert aus. Also der letzte schwarze Teil, das ist der Corona-Knick. Ungefähr sowas wie den Corona-Knick bräuchten wir also, um das 1,5-Grad-Ziel mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit einzuhalten. Ja, wenn wir noch ein paar Jahre warten und 2022 sind die Emissionen wieder gestiegen, dann haben wir eigentlich keine Chance mehr, weil die Kurve halt immer steiler werden muss. Entscheidend ist die Fläche, die unter der Kurve liegt. Dann das beliebteste Argument, sowohl vor Gerichten als auch in der Öffentlichkeit. Es gibt auch andere Möglichkeiten und überhaupt ist das doch gar nicht geeignet. Gefahr muss nicht anders abwendbar sein, um gerechtfertigt zu sein nach § 34 und relevantes Kriterium ist, da haben wir mindestens gleich geeignete, aber mildere Mittel. Meines Erachtens sind die Aktionen geeignet. Sie erzeugen eine enorme Aufmerksamkeit und zwar nicht nur für die Aktion selbst, sondern auch für die Klimakrise. Egal in welche Talkshow Sie zur letzten Generation sich angucken, es spielt immer auch die Klimakrise selbst eine Rolle. Und auch ich habe ja jetzt hier die Chance, aufgrund der Aktionen der letzten Generation etwas zur Klimakrise zu erzählen. Hätte es nur ganz normale Demos gegeben, nur ganz normale Petitionen, hätten die deutlich weniger Aufmerksamkeit erregt und ich würde hier nicht stehen. Schon insoweit sind die
Aktion der letzten Generation, also deutlich geeigneter als Demonstrationen, Petitionen und so weiter, worauf uns auch die Gerichte immer wieder hinweisen, darauf sollte sich die letzte Generation doch beschränken. Und was meines Erachtens dabei nicht vergessen werden darf, warum diese Aktionen besonderen Druck auf die Politik ausüben, wenn die Politik solche demonstrativen Regelverletzungen wie Straßenblockaden nicht unterdrücken kann mit Repressionen, dann bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich mit den Ursachen des Ganzen zu befassen, und schon ist sie bei der Klimakrise, dann muss sie sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, sollten hier politisch aktive Menschen im Raum sein, könnten die vielleicht einwenden, dass die Politik sich doch schon mit dem Thema befasst. Wir haben doch schon genug politische Aufmerksamkeit. Klimakrise wird auch häufig diskutiert. Und wenn man in den Koalitionsvertrag der Ampel guckt, dann steht auch was vom 1,5-Grad-Pfad drin, wird verknüpft mit Klimaneutralität spätestens 2045. Wovon aber kein Wort drin steht, ist vom CO2-Budget, von der zentralen Frage für jede Klimapolitik, wie viel CO2 darf global noch in die Luft gepustet werden, und daraus folgt für jeden Staat, welchen Anteil von diesem globalen CO2-Budget beanspruchen wir für uns. Damit beschäftigt sich die Politik einfach nicht. Das ist so, als hätten wir in der Corona-Krise überhaupt keine Diskussion über Inzidenzen, Hospitalisierungsraten und so weiter geführt. Also auch das ist wieder ein Indiz, dass dieses Problem nicht als Krise erkannt wird politisch. Wenn man das macht, dann sieht das, wenn man das runterbricht auf Deutschland, dieses globale CO2-Budget, und berücksichtigt, wie viel wir schon ausgestoßen haben, seitdem das Problem bekannt ist, dann dürfen wir halt gar nichts mehr ausstoßen. Wenn man beide Augen zudrückt und sagt, wir lassen die historischen Emissionen mal beiseite, dann sind wir für den 1,5-Grad-Pfad bei Netto Null 2030. Also nicht ansatzweise das, was politisch bisher vorgesehen ist. Und also der politische Pfad, der entspricht etwa 1,75, 1,8 Grad, und das sind nur die Ziele, das ist dieser KSG-Pfad, den Sie da eingezeichnet sehen. Die tatsächliche Entwicklung, das ist der Projektionsbericht, der liegt nochmal deutlich, der ist nochmal deutlich darunter. Ja, es ist also nötig, den Gesetzgeber ernsthaft, die Politik ernsthaft darauf aufmerksam zu machen, was da gerade passiert, und dass sie sich endlich ernsthaft mit diesem Problem auseinandersetzt. Der Einwand, der in der Strafrechtswissenschaft dann in aller Regel dagegen vorgebracht wird, ist, dass es trotzdem ein unangemessenes Mittel, unabhängig von der Interessenabwägung, die natürlich anzustellen ist, weil demokratische Verfahrensregeln verletzt werden. Konkretisiert wird das dann üblicherweise mit dem sogenannten Mehrheitsprinzip. Meines Erachtens greift das Argument aber nicht, weil das Mehrheitsprinzip, wenn wir uns mal vor Augen führen, was das bedeutet, jede Stimme zählt bei Wahlen gleich, und im Bundestag entscheidet dann die Mehrheit. Und so geht man davon aus, dass die Stimmen der ganzen Bevölkerung, dass dann der Wille der Mehrheit der Bevölkerung auch Eingang in diese gesetzgeberischen Entscheidungen finden. Aber wenn wir das so definieren, dann wird das natürlich nicht beeinträchtigt. Dass bei Wahlen jede Stimme gleich zählt, bleibt genauso. Und dass letzten Endes demokratisch legitimierte Abgeordnete entscheiden, das wird auch nicht beeinträchtigt. Die werden halt nur beeinflusst. Und solche Beeinflussung von demokratisch legitimierten Abgeordneten, dafür haben wir eben keine abschließenden Verfahrensregelungen, sondern das ist grundsätzlich offen. Ich darf den Vorteile gewähren, ich darf Parteispenden machen, ich darf die sonst wie sponsern, wenn ich einen hohen gesellschaftlichen Status habe, dann darf ich mich mit denen auch unterhalten. Und deswegen haben wir keine abschließenden Verfahrensregelungen, und deswegen sehe ich keinen Weg, bei der Angemessenheit rauszufliegen. Es kommt also auf die Interessenabwägung an. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht viel zu lange geredet. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, lieber Herr Bönte, auch Ihnen ganz herzlichen Dank für den Vortrag, der uns dann zum Recht da auch noch weiter hingeführt hat, jetzt auch zum Strafrecht dann konkret. Und fortsetzen möchte ich nun
mit Vortrag von Frau Professor Dr. Dorothea Magnus. Frau Magnus ist habilitierte Strafrechtlerin und Medizinrechtlerin, stammt akademisch aus Hamburg, kommt jetzt als Professorin aus Bremen zu uns, und zu ihren wissenschaftlichen Publikationen zählen insbesondere Beiträge zur Nötigung und da auch gerade spezifisch zur Verarbeitung verfassungsgerichtlicher Entscheidungen. Und deshalb möchte ich dich bitten, uns nun zu schildern, ob die Blockadesituation im Rahmen der Nötigung eine verwerfliche Grundrechtsausübung darstellen können. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Carsten, für die nette Einführung. Vielen Dank auch für die Einladung zu diesem spannenden Debattenabend. Ich freue mich sehr, über das Thema die verwerfliche Grundrechtswahrnehmung hier vortragen zu dürfen. Auf der Weltklimakonferenz von 2022 hat Antonio Guterres mit drastischen Worten auf den Klimawandel und dessen schädliche Folgen hingewiesen. Er hat gesagt, wir sind auf dem Highway zur Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Wegen der dramatischen Situation protestieren weltweit Klimaaktivisten gegen die Klimapolitik ihrer Regierung. Mit spektakulären Aktionen fordern sie mehr Klimaschutz. Auch in Deutschland haben Vertreter der letzten Generation mit solchen Aktionen hier aufmerksam gemacht auf den Klimawandel. Unter anderem haben sie Landschaftsgemälde mit Kartoffelbrei beworfen. Wir haben ja jemand hier sitzen, die sich dazu bekannt hat. Bäume werden besetzt, die gerodet werden sollen, und Aktivisten kleben sich auf die Straßen, um Autofahrer zu blockieren. Sind das alles rechtswidrige Straftaten? Sind das strafbare Sachbeschädigungen, Hausfriedensbrüche, Nötigungen? Ich möchte mich hier auf das Festkleben auf der Straße konzentrieren und die Frage untersuchen, ob darin eine verwerfliche Nötigung besteht oder ob sie eventuell durch Grundrechte gerechtfertigt ist. Dazu möchte ich zunächst vom Strafgesetzbuch ausgehen, vom Gesetzeswortlaut des 240, also der Nötigung, dann auf eine Parallelentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes hinweisen, Ihnen hier zentrale Grundsätze zur Verwerflichkeit der Nötigung vorstellen, dann die Frage untersuchen, ob überhaupt Grundrechte Teil der Verwerflichkeitsprüfung sein können, und dann auf die relevanten Grundrechte eingehen. Allen voran Artikel 20a Grundgesetz, dann Artikel 5 und Artikel 8. Schließlich werde ich dann die Verwerflichkeitsprüfung konkret für das Festkleben nochmal untersuchen, dann einen Blick ins Ausland wagen am Ende meines Vortrags auf eine UK Supreme Court Entscheidung von 2021 und meine Ergebnisse auf einer Folie zusammenfassen. Gehen wir zunächst vom Gesetzeswortlaut aus. Die Nötigung ist in 240 StGB geregelt. Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Beim Festkleben auf der Straße kann es alleine um die Variante der Gewalt gehen, da eine Drohung hier offensichtlich ausscheidet. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung, der berühmten Wackersdorf-Entscheidung von 2001, einen ähnlichen Sachverhalt zu entscheiden gehabt. Da hatten sich Atomkraftgegner an die Tore einer Wiederaufbereitungsanlage für Atommüll festgekettet mit Eisenketten, um gegen die Atomkraft zu demonstrieren. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass das nötigende Gewalt sei, weil die Aktivisten da oder die Demonstranten ein physisches Hindernis bereitet haben, und das sei anders zu entscheiden, als wenn sie sich bloß hingesetzt hätten. Reine Sitzdemonstrationen wären noch keine nötigende Gewalt, und auch nur die reine körperliche Anwesenheit und der psychische Zwang sei nicht ausreichend. Aber hier haben sie sozusagen richtig ein körperliches Hindernis bereitet. Das sei Gewalt, aber wohl nicht verwerflich. Wohl nicht deswegen, weil das Bundesverfassungsgericht
nicht seine Entscheidung an die Entscheidung der Strafgerichte setzen kann. Das heißt, die Verwerflichkeitsprüfung ist den Strafgerichten vorbehalten. Das Bundesverfassungsgericht hat aber entschieden, dass die Strafgerichte die Gründe, die gegen die Verwerflichkeit sprachen, nicht ausreichend berücksichtigt haben. Auf diese Gründe gehe ich nachher noch mal genau ein. Die Verwerflichkeit, die die Rechtswidrigkeit ausmacht der Nötigung, ist in Absatz 2 von 240 geregelt. Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. Der Gesetzgeber wollte nicht jede Zwangswirkung auf den Willen Dritter unter Strafe stellen. Also zum Beispiel das morgendliche Drängeln in der U-Bahn, das Drängeln an der Ladenkasse oder das Drängeln auf der Straße ist ja auch eine Form von Zwang, die auf jemand ausgeübt wird und der genötigt wird, Platz zu machen. Und zwar auch mit Körperkraft oder auch sogar mit Maschinenkraft, wenn es auf der Straße passiert. Gleichwohl sind diese Verhaltensweisen noch sozial akzeptiert. Verwerflich wird es erst, wenn das Mittel, also die Gewalt und die Drohung, die der Täter einsetzt, zu dem Zweck, den er erreichen will, sozial unerträglich ist. Was heißt das nun, sozial unerträglich? Das ist nicht eine moralische Unerträglichkeit. Es kommt auch nicht auf die Privatmoral der Richter an, sondern entscheidend ist eine umfassende Abwägung der kollidierenden Rechte und Interessen, also von dem Täter, der den Zwang ausübt, und der Opfer, die genötigt werden. Und auch der Umfang und die Intensität der Zwangswirkung sind mitentscheidend. Bei Demonstrationen ist besonders zu beachten, dass Fernziele, also sozusagen der Kommunikationszweck, der Protestgegenstand, wieso man auf die Straße geht, bei der Abwägung mit berücksichtigt werden können. Können bei der Abwägung aber auch Grundrechte mit berücksichtigt werden? Dagegen spricht, dass die Verwerflichkeit eine besondere Ausgestaltung der Rechtswidrigkeit bei der Nötigung ist und die Anzahl der strafrechtlichen Rechtfertigungsgründe ist auf ein Numerus Clausus beschränkt. Die Grundrechte, so könnte man sagen, gehören nicht dazu. Auch enthalten sie keine konkreten Erlaubnissätze, sie sind auch zu unbestimmt. Dagegen lässt sich jedoch halten, dass die Rechtsprechung den Gewährleistungsinhalt der Grundrechte konkret genug herausgearbeitet haben. Die Grundrechtsgarantien spiegeln die Freiheitssphären der Bürger wider. Und zwar also geben sie einen Wertmaßstab vor, was erlaubt und was verboten ist. Die Täter verwirken ihre Grundrechte auch nicht, indem sie Straftaten begehen. Also auch wenn sie sich strafbar machen, stehen ihnen noch die Grundrechte zu. Und die Frage, ob Grundrechte mit berücksichtigt werden können, ist auch keine Frage, die in die Kompetenz alleine des Verfassungsgerichtes fällt, sondern sie fällt in die Kompetenz der Strafgerichte, die diese Frage bei der Prüfung der Rechtswidrigkeit mit berücksichtigen muss. Wir können also die Frage, ob Grundrechte als Teil der Verwerflichkeitsprüfung sein können, mit Ja beantworten. Welche Grundrechte können nun aber beachtet werden? Relevante Grundrechte. An erster Stelle ist der Artikel 20a zu nennen, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Hier haben Sie einmal den Wortlaut aus unserer Verfassung. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen. Allerdings vermittelt Artikel 20a kein individuelles Grundrecht. Also der Bürger kann sich nicht darauf berufen, er kann es auch nicht einklagen, sondern es ist alleine eine Staatszielbestimmung. Der Staat hat sich darauf verpflichtet, das Klima zu schützen. Es ist also mit Verfassungsrang ausgestattet worden. Und es kann aber Bedeutung kriegen als Fernziel im Rahmen der Meinungsfreiheit und auch der Versammlungsfreiheit. Und der Klimaschutz hat auch Bedeutung für die Individualrechte auf Leben, Leib und Eigentum, die ihrerseits in der Verfassung geschützt sind, in Artikel 2 und in Artikel 14, und die durch den Klimawandel bedroht sind. Und ich möchte daran erinnern, dass Grundrechte überhaupt nur Sinn machen, wenn der Grundrechtsträger, also der jetzige oder auch der zukünftige, überhaupt noch existiert. Weitere Grundrechte, auf die sich Demonstranten berufen, sind die Meinungsfreiheit, Artikel 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild zu äußern und zu verbreiten. Allerdings scheidet Artikel 5 als Prüfungsmaßstab aus,
wenn nicht die Äußerung, sondern die Blockadereaktion, Blockadeaktion der Erzielung öffentlicher Aufmerksamkeit dient. Also wenn sozusagen im Mittelpunkt jetzt nicht die Meinungsäußerung in Wort, Schrift und Bild steht, sondern sie durch die Blockadeaktion ausgedrückt werden soll, wie das jetzt beim Festkleben der Fall ist. Aber die Meinung, die dadurch zum Ausdruck gebracht werden soll, durch so eine Blockadeaktion, dieser sogenannte Kommunikationszweck, der kann im Rahmen von Artikel 8 mit berücksichtigt werden. Artikel 8 regelt die Meinungsfreiheit. Danach haben alle Deutschen das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Das bringt die Freiheit kollektiver Meinungskundgabe bis zur Grenze der Unfriedlichkeit zum Ausdruck und ist wichtig für den Prozess öffentlicher Meinungsbildung. Unfriedlichkeit steht in der Verfassung auf gleicher Stufe wie das Mitsichführen von Waffen und erfordert einige Gefährlichkeit, wie etwa aggressive Ausschreitung. Also wenn in Lützerath Molotow-Cocktails geworfen werden oder Polizisten körperlich angegriffen werden, dann ist die Grenze zur Unfriedlichkeit überschritten und dann ist der Schutz von Artikel 8 nicht mehr gegeben für die Demonstranten. Unfriedlichkeit ist hingegen noch nicht dann gegeben, wenn es zu Behinderungen Dritter kommt, seien diese auch gewollt und nicht nur in Kauf genommen. In der Wackersdorf-Entscheidung, wo sich die Aktivisten angekettet haben an diese Tore, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass dieser friedliche Prozess in den Schutzbereich von Artikel 8 fällt. Allerdings hat auch die Versammlungsfreiheit Grundrechtsschranken, und die liegen hier in der Fortbewegungsfreiheit der Autofahrer, die also blockiert werden, gegebenenfalls auch in deren beruflicher Betätigung, wenn sie gerade auf dem Weg zur Arbeit sind und da nicht hinkommen können. Allerdings sind Behinderungen Dritter erlaubt, solange sie eine sozial adäquate Nebenfolge friedlicher Demonstrationen sind. Das Bundesverfassungsgericht hatte das nicht immer so gesehen, sondern hatte in der früheren Rechtsprechung noch bis in den Anfang der 90er Jahre das anders gesehen und hat, ich zitiere aus einer Entscheidung von 1986, die gezielte Gewaltausübung zur Erregung von Aufmerksamkeit für das mit dem Protest verfolgte Kommunikationsanliegen ist durch Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz nicht geschützt. Diese Rechtsprechung ist allerdings im Lichte der sogenannten Lepple-Entscheidung zu sehen, des BGH von 1969. Da hatte der BGH Studenten, die sich auf die Straßenbahngleise gesetzt hatten, um gegen Fahrpreiserhöhung zu demonstrieren, wegen Nötigung verurteilt. Der BGH meinte, da hart durchgreifen zu müssen gegen die 68er, 69er Studentenbewegung, und sah dann ansonsten den Rechtsstaat in Gefahr, wenn da nicht eine Verurteilung draus kommt. Das Bundesverfassungsgericht hat 1995 dieser Entscheidung einen Riegel vorgeschoben und hat auch den damals noch vertretenen psychischen Gewaltbegriff aufgehoben. Gleichwohl berufen sich immer noch viele Vertreter in der jetzigen aktuellen Diskussion auf diese alte Rechtsprechung, auf diese harte Linie. Und auch Untergerichte zitieren noch aus dieser alten Zeit. Zu beachten ist auch, dass das Versammlungsrecht selbst Wege hat, um auf solche Demonstrationen zu reagieren. Haben sie die Grenze zur Störung der öffentlichen Ordnung überschritten, dann dürfen Polizisten nach § 15 Versammlungsgesetz die Versammlung bzw. auch die Blockade-Demonstration auflösen und die Demonstranten müssen das dulden. Sie dürfen nicht Notwehr dagegen üben. Die Strafbarkeitsfrage ist davon getrennt zu sehen. Das ist wichtig. Also einerseits die versammlungsrechtliche Rechtswidrigkeit ist eine von der Strafbarkeitsfrage zu trennende Frage. Für die Strafbarkeit ist allein entscheidend bei der Nötigung, ob die Nötigung verwerflich ist. Also ob sie rechtswidrig ist und damit überhaupt bestraft werden kann. Und die Frage der Verwerflichkeit ist durch eine Abwägung der kollidierenden Rechte und Interessen zu entscheiden. Und das wollen wir jetzt mal hier auf unseren Fall übertragen mit dem Festkleben, ob da sozusagen eine Verwerflichkeit anzunehmen ist. Auf der einen Seite
haben wir die Rechte der Autofahrer, die in ihrer Fortbewegungsfreiheit hier beeinträchtigt werden. Die Fortbewegungsfreiheit ist geschützt durch Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz und sie sind gegebenenfalls auch in der Ausübung ihres Berufes hier beeinträchtigt, Artikel 12, wenn sie nicht zur Arbeit können. Diese Grundrechte sind zeitweilig vollständig während der Aktion aufgehoben. Die Grenze zur Rechtswidrigkeit im Sinne des Versammlungsgesetzes ist überschritten erst bei Unfriedlichkeit, Gefährlichkeit oder bei einer gezielten Störung der öffentlichen Ordnung. Auf der anderen Seite haben wir die Versammlungsfreiheit der Aktivisten, Artikel 8, und das Kommunikationsziel, hier das Fernziel, der Klimaschutz, der Verfassungsrang hat. Und hier ist ganz wichtig auch zu sehen, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, dieses Fernziel ist nicht erst bei der Strafzumessung zu berücksichtigen, ob sozusagen eine milde Strafe rauskommt oder eine schärfere Strafe, sondern es ist eine Frage der Rechtswidrigkeit und damit in unserem Fall eine Frage der Verwerflichkeit. Je gemeinwohlorientierter das Fernziel ist, umso weniger ist die Aktion verwerflich. Behinderung und Zwang auf Dritte sind erlaubt, sofern sie nur eine sozial adäquate Nebenfolge einer Demonstration sind. Ein friedlicher, passiver Protest ist grundsätzlich erlaubt. Wir haben also hier gewichtige Interessen auf beiden Seiten. Um zu entscheiden, welche Interessen überwiegen, ist eine zusätzliche Überlegung anzustellen. Und jetzt komme ich auf die Gründe zurück, die das Verfassungsgericht in der Wackersdorf-Entscheidung genannt hat, die eher gegen die Verwerflichkeit sprechen. Diese Gründe halte ich für am allerwichtigsten für die Frage, ob die solche Aktionen verwerflich sind im Sinne der Nötigung, ob sie rechtswidrig sind und damit strafbar sind. Denn die Aktivisten können selber einen möglichen Ausgleich der kollidierenden Grundrechte hier schaffen, indem sie die schädlichen Folgen ihres Verhaltens abmildern durch eine rechtzeitige Ankündigung und zeitliche örtliche Befristung der Protestaktion, durch Ausweichmöglichkeiten über andere Zufahrten, die sie schaffen, durch eine Begrenzung der Anzahl Betroffener und durch Rettungsgassen, die sie offen lassen, durch das Vermeiden von Gewalttätigkeit und weiterer Eskalation, dadurch, dass sie auch den Kommunikationszweck in den Mittelpunkt der Aktion stellen, dadurch, dass sie nicht eigennützig kriminell motivierte Zwecke verfolgen, sondern einen gemeinwohlorientierten Zweck verfolgen, also ein Anliegen der Allgemeinheit in den Mittelpunkt ihrer Aktion stellen. Und wenn ein Sachzusammenhang zwischen den blockierten Personen und dem Protestgegenstand besteht, wenn der Protestgegenstand der Klimaschutz ist, dann würden die Autofahrer, die ja durch das Festkleben behindert werden, in einem Sachzusammenhang sein, weil auch sie ihnen vorgeworfen wird, dass sie zum Klimawandel beitragen durch das Autofahren. Sind diese sogenannten demonstrationsspezifischen Umstände, wie es das Bundesverfassungsgericht benennt, gegeben, dann ist eine solche Aktion eher sozial erträglich und eine Strafsanktion eher unangemessen. Ich möchte noch einen Blick ins Ausland werfen auf eine UK Supreme Court Entscheidung vom 25. Juni 2021. Haben sich Demonstranten vor eine Zufahrt zu einer Waffenmesse befestigt auf dem Boden. Also sie haben die Zufahrt blockiert, indem sie sich mit Boxen auf den Boden befestigt haben, um gegen den Waffenhandel zu demonstrieren. Die Demonstranten wurden von den Untergerichten verurteilt wegen einer Straftat, Behinderung, Hindernisbereiten auf einem Highway. Und der UK Supreme Court hat diese Entscheidung aufgehoben und hat die Demonstranten freigesprochen. Und zwar mit folgender Begründung. Er hat gesagt, sie sind gerechtfertigt durch eine sogenannte lawful excuse. Das entspricht ungefähr unserem rechtfertigenden Notstand. Und er setzt Reasonableness voraus, also sozusagen eine Vernünftigkeitserwägung, die angestellt wird. Und dieser Reasonableness wurde bejaht in der Entscheidung. Ich zitiere aus der Entscheidung. There must be proof that the use in question was an unreasonable use. Whether or not the user amounting to an obstruction is or is not an unreasonable use of the highway is a question of fact. It depends upon all the circumstances, including the length of time the obstruction continues, the place where it occurs,
the purpose for which it is done, and of course, whether it does in fact cause an actual obstruction or opposed to a potential obstruction. Also man sieht, dass hier sozusagen tatsächliche Umstände, also the question of fact, es sind tatsächliche Umstände, die darüber entscheiden, ob es gerechtfertigt ist, und solche Umstände wie die Dauer der Aktion, der Ort, der gewählt wurde, der Grund, wieso es stattfindet, das entscheidet darüber, ob es gerechtfertigt ist. Und zudem hat der UK Supreme Court gesagt, dass das Case Law, auf das er sich beruft, im Lichte der EMRK auszulegen ist. Und hier greifen die Meinungsfreiheit, Artikel 10 EMRK, und die Versammlungsfreiheit, Artikel 11 EMRK, zugunsten der Demonstranten ein. Und man sieht, dass diese Entscheidung also sehr in die Richtung der Wackersdorf-Entscheidung geht und Straftaten sozusagen gerechtfertigt sind, wenn Grundrechte hier, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit eingreifen und auch gerade die tatsächlichen Umstände der Wahrnehmung dieser Grundrechte eine Rolle spielen. Ich finde diese Entscheidung richtig und ich finde auch die Wackersdorf-Entscheidung richtig und ich fände es richtig, wenn solche Aktionen wie das Ankleben auf der Straße auch ähnlich entschieden werden sollten. Noch steht ja eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung aus. Ich fasse meine Ergebnisse zusammen. Wir konnten sehen, dass hier eine Parallele zwischen dem Festkleben einerseits und dem Festketten andererseits aus politischem Protest besteht, sodass die Grundsätze aus der Wackersdorf-Entscheidung hier sich übertragen lassen. Der Schutzbereich von Grundrechten ist für beide diese Aktionen, insbesondere nach Artikel 8 Grundgesetz, eröffnet. Die versammlungsrechtliche Rechtswidrigkeit, also ob zum Beispiel eine rechtswidrige Störung der öffentlichen Ordnung vorliegt, ist getrennt zu sehen von der Frage, ob diese Aktion auch strafbar sein muss. Die Strafbarkeit hängt davon ab, ob demonstrationsspezifische Umstände hier eingreifen. Die können die Verwerflichkeit ausschließen. Und die Entscheidung wird gestützt durch die UK Supreme Court Entscheidung, die die Rechtfertigung solcher Aktionen durch Menschenrechte, Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit rechtfertigt. Vielen Dank. Ja, liebe Dorothea, ganz herzlichen Dank, dass uns die Kriterien vor Augen geführt und das auch Tendenzen zur Entscheidung ja durchaus erkennen lassen. Mein nächster Gast hatte eine weitere Anreise als Bremen oder beziehungsweise Hamburg. Ich möchte Professor Dr. Armin Engländer von der Ludwig-Maximilian-Universität München heute hier begrüßen. Du bist Strafrechtler, Experte in Fragen der Rechtstheorie und der Rechtsphilosophie und Studierenden unter anderem auch von den Lehrbüchern zum Strafprozessrecht bekannt. Und vor deiner Münchner Zeit hast du in Passau gelehrt und geforscht. Und zu deinen Forschungsthemen gehören seit langem Rechtfertigung und Schuld. Und deswegen ist es, glaube ich, konsequent, dass ich dich jetzt bitte, dass du uns zur möglicherweise mangelnden oder auch bestehenden Anwendbarkeit des Notstandes vorträgst. Bitte schön, Armin. Vielen Dank, lieber Carsten. Einen schönen guten Abend. Ja, kann tatbestandsmäßiges Handeln im Zusammenhang mit Klimaprotesten zu denken wäre etwa an Tatbestände wie die Nötigung, Sachbeschädigung, vielleicht der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr oder der Hausfriedensbruch, kann ein solches tatbestandsmäßiges Handeln nach § 34 StGB gerechtfertigt werden. So, von Mathis Bönte haben wir im Grunde schon eine klare Antwort erhalten. Die Antwort lautet ja. Und das hat er in einem sehr lesenswerten Aufsatz schon im Jahr 2021 auch näher dargelegt. Und immerhin das Amtsgericht Flensburg ist gerade erst jüngst in einem vielbeachteten Urteil genau zu demselben Ergebnis gelangt. Und es hat sich dabei stark auf die Argumente von Herrn Bönte auch gestützt. Ja? Und die Entscheidung und auch der Aufsatz bemühen sich dabei um eine durchaus originelle und auch kreative Neuvermessung und Weiterentwicklung der Notstandsvoraussetzungen eben im Bezug auf den Umgang mit den Bedrohungen durch den Klimawandel. Ist das aber auch rechtlich überzeugend? Ja, daran bestehen aus meiner Sicht dann doch gewisse Zweifel und die möchte ich ganz gerne für unsere Diskussion jetzt hier kurz skizzieren. Zunächst aber
damit vielleicht auch etwas anschaulicher wird, um welche Konstellationen es geht, kurz etwas zum Sachverhalt und zu den tragenden Gründen der Entscheidung des Amtsgerichts Flensburg. Ich finde, der Fall macht das eigentlich alles sehr schön anschaulich. Ja, worum ging es dort? Dem Angeklagten war von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden, er sei trotz der Aufforderung, sich zu entfernen, für mehrere Tage auf einem Baum eines umzäunten, im Privateigentum stehenden Grundstücks verblieben. Da er ungeachtet der behördlichen Genehmigung habe verhindern wollen, dass der dortige Baumbestand zur Errichtung eines Hotelgebäudes gerodet wird. Das Amtsgericht erkannte jetzt in diesem Verhalten zwar tatbestandlich einen Hausfriedensbruch nach § 123, bejahte aber eben dann eine Rechtfertigung nach § 34. Kurz zur Erinnerung, nach § 34 ist eine Tat dann gerechtfertigt, wenn erstens mit einer gegenwärtigen Gefahr für ein Rechtsgut eine Notstandslage besteht, zweitens die Gefahr nicht anders als durch die Tat abwendbar ist, drittens das geschützte Interesse, also das gefährdete Rechtsgut, das beeinträchtigte Interesse, das aufgeopferte Rechtsgut mit anderen Worten wesentlich überwiegt, und viertens die Tat auch ein angemessenes Mittel der Gefahrenabwehr darstellt. Das Amtsgericht hat jetzt in diesem Fall wie folgt argumentiert, wie gesagt dabei wesentlich auch auf Argumente von Herrn Bönte zurückgegriffen. So, zunächst einmal habe eben hier eine Gefahr für das notstandsfähige Rechtsgut des Klimaschutzes bestanden. Und zwar dieses notstandsfähige Rechtsgut, das infolge eben seiner verfassungsrechtlichen Verankerung in Artikel 20a nicht nur ein Rechtsgut der Allgemeinheit darstelle, sondern über die vom Bundesverfassungsgericht im sogenannten Klimabeschluss auch anerkannte Funktion der Grundrechte, Freiheiten intertemporal zu sichern, auch ein Individualrechtsgut bilde. Diese Gefahr sei auch durchaus gegenwärtig gewesen, weil ihr aufgrund der aktuell unzureichenden Klimaschutzmaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr sicher begegnet werden könne. Auch habe keine andere Möglichkeit bestanden, die Gefahr abzuwenden. Dabei sei die in diesem Zusammenhang erforderliche Geeignetheit der Maßnahme durchaus zu bejahen. Denn zwar leistet die Bewahrung des besetzten Baumes oder des Baumbestandes auf dem betroffenen Grundstück für sich betrachtet nur einen sehr, sehr geringen Beitrag zur Verhinderung des globalen Klimawandels, aber bei solchen Gefahren, die sich nur durch eine Vielzahl von Maßnahmen und Einschränkungen bekämpfen ließen, müsse nicht bereits jeder Einzelschritt eine nicht unerhebliche Rettungschance eröffnen. Es genüge, wenn er ein sinnvolles Element eines Vorgehens bilde, durch das sich die Notlage am Ende dann bewältigen lasse. Es bestehe auch kein Zweifel, dass es sich bei der Baumbesetzung um das relativ mildeste Mittel gehandelt habe, weil eben die der Tat vorangegangenen Bemühungen, staatliche Hilfe hier in Anspruch zu nehmen, ohne Erfolg geblieben seien. Zudem fehle ersichtlich den aktuellen staatlichen Klimaschutzmaßnahmen die gleiche Eignung. Auch die Interessenabwägungen fallen zugunsten des Klimaschutzes aus, denn dessen besonderes Gewicht ergebe sich zunächst aus der zweifachen Verankerung in der Staatszielbestimmung des Artikel 20a Grundgesetz und eben den Grundrechten und komme deshalb eben systematisch in der verfassungstextlichen Verordnung auch noch im unmittelbaren Anschluss an die staatsorganisationsrechtliche Fundamentalnorm des Artikel 20 Grundgesetzes eben zum Ausdruck. Zudem habe auch das Bundesverfassungsgericht anerkannt, dass das Gewicht des Klimaschutzes bei fortschreitendem Klimawandel, an dem kein Zweifel bestehen könne, weiter zunehme. Der prinzipiell für den Erhalt eher des Eingriffsguts sprechende Umstand, dass die Tat isoliert betrachtet die Aussichten auf die Rettung des bedrohten Rechtsguts nur geringfügig erhöhe, müsse in Konstellationen, in denen die Gefahrenabwehr nur durch eine Vielzahl von Maßnahmen gelingen könne, als Abwägungsfaktor außer Betracht bleiben. Schließlich sei die Tat angesichts der zentralen Bedeutung des Klimaschutzes auch angemessen gewesen. Der sogenannten Sperrwirkung rechtlicher Verfahren komme insoweit keine absolute Geltung zu. Auch dieses Argument haben wir von Herrn Bönte eben schon gehört. Worin sehe ich jetzt die Probleme der Entscheidung im Besonderen und die Probleme einer Rechtfertigung vergleichbarer Taten zugunsten des Klimaschutzes, genauer zur Erhaltung eines menschengerechten Klimas im Allgemeinen?
Drei Punkte möchte ich gerne hier anreißen. Erstens die Geeignetheit der Tat zur Gefahrenabwehr. Zweitens die nicht anders Abwendbarkeit der Gefahr eben unter Berücksichtigung staatlicher Gefahrenabwehrmaßnahmen. Und drittens die Angemessenheit der Tat im Hinblick eben auf die sogenannte Sperrwirkung staatlicher Verfahren, die für mich dann in der Tat ein ganz zentraler Punkt ist. Was ich nicht weiter hier problematisieren werde, ist zum einen die Notstandsfähigkeit von Rechtsgütern der Allgemeinheit. Für heute soll es genügen, dass die ganz herrschende Meinung sie anerkennt. Und wir im Übrigen ja auch schon gesehen haben, dass die Fragen des Klimaschutzes auch eine individualrechtliche Dimension haben. Keiner vertieften Betrachtung bedarf meines Erachtens auch die Annahme einer gegenwärtigen Gefahr für ein menschengerechtes Klima. Sie ist wissenschaftlich schlichtweg vielfach bestätigt. Zutreffend hat in unserem konkreten Fall das Amtsgericht auch darauf hingewiesen, dass eine Gefahr auch dann als gegenwärtig gilt, sobald sie sich eben später nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr sicher abwenden lässt. Erfasst werden deshalb nach der anerkannten Notstandsdogmatik eben gerade nicht nur sogenannte Augenblicksgefahren, bei denen ein alsbaldiger Schadenseintritt zu befürchten ist, sondern eben auch solche Fälle, in denen der drohende Schadenseintritt vielleicht noch in weiterer Zukunft liegt, aber eben nur durch sofortiges Handeln dann sicher verhindert werden kann. Auch diesen Punkt hat Herr Bönte aus meiner Sicht völlig zutreffend ja bereits angesprochen. Jetzt aber zu den Problempunkten. Erstens Frage der Geeignetheit. Jetzt erkennt das Amtsgericht hier durchaus zutreffend, dass es bisher nach allgemeiner Meinung nicht ausreicht, wenn die durch die Tat eröffneten Rettungschancen lediglich minimaler Natur sind oder sich eben die Rettungschancen nur ganz geringfügig erheben. Das Amtsgericht sagt freilich, dass bei Großgefahren wie dem Klimawandel, dass es hier genügen müsse, dass etwa die Rettung des Baumbestandes auf dem betroffenen Grundstück ein, wenn auch kleines Mosaiksteinchen eines Vorgehens bildet, das insgesamt eine nicht ganz unwahrscheinliche Aussicht auf eine Gefahrenabwehr eröffnet. Und das lässt sich natürlich auf vielfältige andere Handlungen entsprechend applizieren, ja, dieses Argument. So, was muss man immer im Blick behalten? Also, dass das Erfordernis der Geeignetheit sich eben auf die konkrete Tat dann bezieht und wir uns dann fragen müssen, bildet zunächst einmal dann diese Tat tatsächlich ein kleines Mosaiksteinchen, das eben dann insgesamt eine nicht ganz unwahrscheinliche Aussicht auf die Gefahrenabwehr öffnet. Eine Frage, die der Klärung bedarf, das möchte ich allerdings jetzt an der Stelle hier nicht weiter problematisieren. Problematischer aus meiner Sicht ist die Modifikation des Geeignetheitsbegriffs eben durch das Amtsgericht, angelegt in der Argumentation von Herrn Bönte in seinem HHS-Aufsatz, ja, durch die eben dann die Geeignetheit dann hier zur eben Abwendung der Gefahren des Klimawandels begründet werden soll. Aus meiner Sicht ist damit eine ganz erhebliche Entgrenzung verbunden. Im Grunde jede beliebige Verhinderung irgendeines CO2-emittierenden Verhaltens oder Ereignisses wäre nach dieser Argumentation geeignet, wenn es im Rahmen irgendeines bloß auch nur hypothetischen Maßnahmenpaketes eine kleine Rolle spielen könnte. Da ist zu denken, um nur ein paar Beispiele zu nennen, etwa das Zerstechen von Autoreifen, das Unbrauchbarmachen von Heizungen oder das Unbrauchbarmachen von Kühlgeräten, die Sabotage von Fabrikanlagen, auch das Töten von Nutztieren oder auch von Haustieren. Ich will damit keineswegs sagen, dass das Aktionsformen sind, die etwa von der Last Generation gebilligt werden oder propagiert werden oder auch nur in Erwägung gezogen werden. Freilich in der Logik des Argumentes liegt zunächst einmal, dass auch solche Maßnahmen dann als geeignet angesehen werden müssten. Freilich will ich auch durchaus sagen, dass die Auffassung des Landgerichts durchaus erwägenswert ist, ja, dass eben die Tat nicht zwingend bereits für sich betrachtet die Rettungschance erhöhen muss. Was aber aus meiner Sicht, um eben der Entgrenzung entgegenzuwirken, zu fordern ist, ist, dass sie eben entweder dem Täter selbst ermöglichen muss, sodann eben in einem weiteren Schritt eben selbst eine unmittelbar geeignete Rettungsmaßnahme ergreifen zu können, oder
dass eben die Vornahme von Gefahrenabwendungshandlungen durch andere, die insgesamt geeignet sind, durch eben diese Tat dann wahrscheinlich gemacht werden. Solange selbst diese Mindestvoraussetzungen nicht erfüllt sind, kann aus meiner Sicht eben die Tat nicht als geeignet zur Gefahrenabwehr dann begriffen angesehen werden. Zweiter Punkt, die Erforderlichkeit. Richtig erkennt das Amtsgericht jedenfalls in seiner Entscheidung durchaus, dass eben beim rechtfertigen Notstand die staatliche Gefahrenabwehr prinzipiell als vorrangig gilt. Der maßgebliche Grund hierfür liegt nicht bereits in dem Umstand, dass Gefahrenabwehr eben zunächst einmal eine zentrale Aufgabe des Staates bildet und eben normalerweise auch bei ihm konzentriert ist. Sondern entscheidend ist ein weiterer Aspekt, nämlich dass bei einem gerechtfertigten Notstandseingriff dem Notstandsadressaten abverlangt wird, zugunsten entweder eines anderen bei bedrohten Individualrechtsgütern oder eben zugunsten der Allgemeinheit bei bedrohten Kollektivrechtsgütern ein Sonderopfer zu erbringen. Ja, und das fand ich eben bemerkenswert, dass dieser Aspekt, ja, eben, dass hier eine Person dazu gebracht wird, ja, ihr abverlangt wird, ein Sonderopfer zu erbringen, dass das in der Tat in der Argumentation des Amtsgerichts und auch in der Argumentation von Herrn Bönte eben keine Rolle gespielt hat. Und eine solche Aufopferungspflicht lässt sich eben nur rechtfertigen, wenn eben keine staatliche Gefahrenabwehr zur Verfügung steht, die entweder die Gefahr schon ohne Eingriff in die Freiheiten und Rechtsgüter abzuwehren vermag oder aber die mit einer Gefahrenabwehr unvermeidbaren Belastungen jenseits der Störerhaftung dann fair auf die Allgemeinheit verteilt, sodass eben niemandem ein Sonderopfer abverlangt wird oder jedenfalls das demokratisch bestimmt wird, wer ein solches Sonderopfer zu erbringen hat. Über diese Rechtfertigungshürde kommt man nur hinweg, wenn man aufzeigen kann, dass die staatlichen Klimaschutzmaßnahmen zur Abwehr der Gefahren des Klimawandels unzureichend sind und auch keine realistischen Aussichten bestehen, daran etwas ohne die begangenen Taten zu ändern. So. Zunächst einmal muss also etwas substanziert dargetan werden, dass entweder die im Klimaschutzgesetz bis zu den Jahren 2030 und 2040 festgelegten Gesamtheiten der zulässigen Treibhausgasemissionen zu hoch veranschlagt sind oder diese Gesamtemissionsmenge derzeit zu schnell aufgezehrt wird. Ja, dass ein solcher Nachweis möglich ist, das will ich nicht bestreiten, sondern ganz im Gegenteil, das, was wir an wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Verfügung haben, und das hat Herr Bönte uns ja kurz und knapp illustriert, spricht tatsächlich dafür, dass das, was bisher staatlich geregelt in der Tat nicht ausreichend ist. Freilich gilt dann immer noch der zweite Schritt zu beachten, dass eben auch dann dargetan werden muss, eben für die Erforderlichkeit, dass eben Änderungen nicht ohne die entsprechenden Taten herbeigeführt werden können. Und das scheint mir eben von den Begründungspflichten dann eine doch deutlich höhere Hürde zu sein. Schließlich der dritte Punkt, die Angemessenheit. Ob es sich jetzt bei ihr um eine eigenständige Wertungsstufe handelt oder lediglich um eine im Grunde überflüssige Kontrollklausel, weil die dort thematisierten Aspekte schon bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen sind, das kann jetzt hier dahinstehen. Für unsere Fragestellung heute Abend hängt davon letztlich nichts ab. Entscheidend ist der sachliche Punkt, der dahinter steckt. Durchaus richtig hat das Amtsgericht in seiner Entscheidung zunächst eben erkannt, dass die herrschende Meinung die Angemessenheit verneint, wenn eben die Rechtsordnung für den Umgang mit einer Gefahrenlage ein bestimmtes Verfahren vorsieht und dabei eben konfligierende Interessen austariert. Die Inanspruchnahme fremder Güter zur Gefahrenabwehr außerhalb dieser Verfahren unter Berufung auf den § 34 StGB scheidet eben dann aus. Man muss sich klar machen, verbleibende Risiken, jedenfalls soweit sie bei der Regelsetzung bedacht worden sind, stellen dann grundsätzlich gewollte oder zumindest einkalkulierte Folgen der rechtlichen Verfahrensregeln dar. Relativiert man dann an dieser Stelle die Sperrwirkung der rechtlichen Verfahren, etwa wegen der überragenden Bedeutung des Klimaschutzes, unterläuft man letzten Endes die Regelungskompetenz des zuständigen Normgebers,
Was aus meiner Sicht eben in unserem Kontext hier besonders problematisch ist, weil damit eben der Einzelne die Erlaubnis erhält. Ja? Rechtfertigen heißt eben jemandem eine Erlaubnis dann einräumen. Der Einzelne erhält eben dann Erlaubnis, seine Mitmenschen zugunsten eben der Allgemeinheit, zugunsten der Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen. Nochmal, damit soll nicht gesagt werden, keinesfalls gesagt werden, dass die staatlichen Regelungen zur Bekämpfung des Klimaschutzes eine adäquate Problemlösung bieten. Man mag hier mit sehr guten Gründen fehlendes Problembewusstsein und mangelnde Reformbereitschaft auf Seiten der Legislative kritisieren. Manche werden deshalb eben auch den Rückgriff auf den rechtfertigenden Notstand als das geringere Übel ansehen. Doch dagegen ist meines Erachtens in Erinnerung zu rufen, § 34 StGB bildet keine Zauberformel zur Korrektur unangemessener Gesetzgebung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, lieber Armin, für deinen Beitrag, der ja auch andere Aspekte betont hat zu Paragraph 34. Wir setzen jetzt fort, wieder mit Hamburg, nämlich mit meinem lieben Freund und Kollegen Professor Dr. Jochen Bunk von der Universität Hamburg. Du bist Strafrechtler und Rechtsphilosoph und du hast diese Veranstaltung ganz besonders unterstützt, weil du sehr schnell eine auch zeitlich flexible Zusage gegeben hast. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Zu deinen Forschungsschwerpunkten gehört auch ganz spezifisch die subjektive Zurechnung, also Vorsatz und Fahrlässigkeit. Und das ist der Grund, warum ich dich nun bitten möchte, einzuschätzen, ob aus Blockadeaktionen im Kontext des zivilen Ungehorsams auch ein Tötungsrecht abzuleiten sein kann. Bitte, lieber Jochen. Ja, Carsten, vielen Dank an dich und die anderen Veranstalterinnen und Veranstalter für die Einladung zu dieser Diskussion. Bevor ich anfange, erstmal noch meinen Respekt, Frau Herrmann, die hier kommt und sozusagen in ihrer eigenen Person für ein politisches Programm hier einsteht und sich sozusagen auch zum Gegenstand zu einer juristischen Analyse, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dazu gehört sehr viel Mut, das finde ich sehr bewundernswert. Jetzt habe ich das hier so klein ausgedrückt. Der Name der letzten Generation erinnert an die deutsche Übersetzung eines bekannten Science-Fiction-Romans von Arthur Charles Clarke, Die letzte Generation von 1953. Das Buch erzählt, wie die letzte Generation, die sich unter besonderer Aufsicht höherer extraterrestrischer Wesen, der Overlords, über die Beschränktheit der vorigen Generation hinaus entwickelt hat, am Ende die Erde verlässt und mit einer höheren Form der Intelligenz, dem Overmind, verschmilzt. Diese Geschichte erinnert daran, dass die Hoffnung auf eine bessere Welt sich mit dem Wunsch einer vollständigen Überwindung der bisherigen Welt verbinden kann, sich sehr schnell verbindet. Diejenigen, die der letzten Generation ihren Namen gegeben haben, hatten, soweit ich weiß, nicht Arthur C. Clarke im Kopf. Sie verstehen den Namen so, sie haben das auch dargestellt, Stichwort Kipppunkte, dass sie die letzte Generation sind, die noch in der Lage ist, den völligen Erdzusammenbruch vielleicht noch aufzuhalten. Immerhin aber geht es auch hier um die Erde als Ganzes, ein anspruchsvolles Handlungsziel, das vielleicht nur mit Hilfe einer höheren Form der Intelligenz verwirklicht werden kann. Der Originaltitel des Romans von Arthur C. Clarke ist übrigens nicht etwa Last Generation, wie man aufgrund der deutschen Übersetzung mutmaßen könnte, sondern Childhood's End. Und dieser Originaltitel führt uns direkt zum Thema dieses Abends, denn mit dem Ende der Kindheit beginnt bekanntlich auch die strafrechtliche Verantwortlichkeit. Wie sieht es aus mit der strafrechtlichen Verantwortlichkeit derer, die, um die Erde als Ganzes zu retten, zu Formen des Protests, der Aktion und des Widerstands greifen, die von einigen als kriminell wahrgenommen werden? Vor allem aufgrund eines bestimmten tragischen Vorfalls letztes Jahr in Berlin, Ende Oktober in Berlin, dem Tod einer Fahrradfahrerin, die von einem schweren Kraftfahrzeug, einem Betonmischer, überrollt worden war und deren Tod im Licht der Frage erörtert wurde, ob er nicht auch auf die zum Unfallzeitpunkt stattfindende politische Straßenblockade zurückgeführt werden kann, die wegen des durch sie bedingten Staus die Rechtzeitigkeit rettender Maßnahmen verhindert habe, hat sich die Diskussion aufgeheizt, indem nun die strafrechtliche Verantwortlichkeit für ein Tötungsdelikt im Raum steht. Die Berliner Feuerwehr hat zunächst erklärt, die Rettung der Frau habe sich um mehrere Minuten verzögert, weil das
Spezialfahrzeug im Stau stand. Sie hat aber auch darauf hingewiesen, dass die Bildung einer Rettungsgasse problematisch gewesen sei. Und die Bildung einer Rettungsgasse obliegt nach § 11 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung den Fahrzeugführern. Zweifel an der Zurechenbarkeit weckt auch ein Vermerk der Feuerwehr. Die Notärztin habe ohnehin entschieden, dass der Betonmischer nicht mit einem Spezialfahrzeug angehoben werden soll. Ich bin mit den Details des Berliner Falls nicht genug vertraut, um hier sichere Einschätzungen über die strafrechtliche Zurechenbarkeit des Todes der Radfahrerin abgeben zu können. Wenn mir von den Veranstaltern dieser Diskussionsrunde die Aufgabe zugedacht worden ist, etwas zum Tötungsunrecht bei Blockaden und Staus zu sagen, wie ich das nicht in erster Linie einzelfallbezogen, sondern in allgemeiner Weise tun. Bevor ich aber in die juristische Betrachtung einsteige, will ich noch einmal eine Vorbemerkung machen. Die Worte des BGH im berühmten Lepple-Fall, er war auch wieder Gegenstand, vielleicht ist der Lepple-Fall moderner, als man glaubt. Ne? Also der psychische Gewaltbegriff ist vielleicht moderner, als man glaubt. Die Fragen liegen eh meistens nicht in der Tatbestandsmäßigkeit, glaube ich. Aber es geht ja eigentlich gar nicht so sehr um den Nötigungstatbestand, sondern es geht darum, dem Demonstrationsrecht den Garaus zu machen. Und hier schwebt also noch als Menetekel über unseren Gegenstand die Anerkennung eines Demonstrationsrechts in Form der Sitzblockaden, so die Richter Paul-Heinz Baldus, der bis in Führers Reichskanzlei Karriere machte, liefe auf die Legalisierung eines von militanten Minderheiten geübten Terrors hinaus, welcher mit den Grundsätzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung schlechthin unvereinbar ist. Dabei hat politischer Protest in Form der Sitzblockade eine ruhmreiche Vergangenheit, angefangen von den Sit-Down-Strikes im US-amerikanischen Arbeitskampf der 30er Jahre, über die Sit-Ins der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung gegen die Aufhebung der Rassentrennung in Restaurants und anderen öffentlichen und privaten Einrichtungen, über die studentischen Proteste der 60er Jahre, über die Anti-AKW- und NATO-Nachrüstungsproteste der 80er Jahre bis heute. Die historischen Vorgänge zeigen, dass wichtige und grundlegende Veränderungen gesellschaftlicher Praktiken und Selbstverständnisse zumweilen nur dadurch angestoßen werden können, dass diejenigen, die die Veränderung herbeiführen wollen, auf eine Weise handeln, die von anderen nur unter dem meistens etwas zu engen Blickwinkel der Strafbarkeitsfrage wahrgenommen werden. Der berühmteste Fall ist, wir kennen ihn alle, wahrscheinlich der Fall des Sokrates. Sokrates, immerhin die Ikone und der Startschuss der europäischen Aufklärungsprojekts, hat dieses Projekt dadurch auf den Weg gebracht, dass er die Leute in der Öffentlichkeit nervte, indem er ihnen Fragen stellte, wie viele von ihnen als unangenehm empfanden, weil sie erkennen mussten, wie unwissend und ahnungslos sie waren. Für diese von den Autoritäten als Anmaßung und Bedrohung des öffentlichen Friedens wahrgenommene Störung musste Sokrates sterben, als Straftäter. Er hat die Gesetze Athens verletzt, in strafrechtlich relevanter Weise. Ich verstehe diese Geschichte nicht als allgemeines Rechtfertigungsnarrativ, aber wir müssen uns im Kontext der gegenwärtigen Debatte immer daran erinnern, dass zwei Dinge hoffentlich jedenfalls unstreitig sind, nämlich die reale Bedrohung des Klimawandels und dass die Zeitschiene tatsächlich 3-4 Jahre, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, die ist nicht so groß und insofern ist es eine relativ schnelle Änderung der Praktiken und Routinen erforderlich. Das scheint doch unstreitig zu sein. Jetzt aber zur strafrechtlichen Analyse. Tötungsunrecht bei Blockaden und Staus. Ich hoffe, dass ich nicht begründen muss, dass wir ernsthaft, wenn überhaupt, nur über Fahrlässigkeit und nicht über Vorsatz sprechen. Das ist auch der Grund, warum ich nicht auf § 323c StGB unterlassene Hilfeleistung, nicht nur nicht auf auf den ersten Absatz dieses Paragraphen, sondern auch auf den durch das 52. Strafrechtsänderungsgesetz relativ jung 2017 eingeführten 323c Absatz 2 eingehe, wonach bestraft wird, wer eine Person behindert, die einem Dritten Hilfe leistet oder Hilfe leisten will, denn es mangelt in den Blockadefällen vielfach jedenfalls. Natürlich kann ich immer einen Einzelfall konstruieren, in dem das erfüllt ist. Ich kann auch natürlich Einzelfälle benennen, in denen auch vorsätzliches Tötungsunrecht verwirklicht wurde, wie etwa seinerzeit bei den Demonstrationen gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens, wo vorsätzlich tödliche Schüsse abgegeben wurden. Ja, das ist also nicht interessant, dass man natürlich Einzelfälle konstruieren kann oder vorliegen haben kann, in denen das erfüllt ist. Es geht um
das Allgemeine und das Typische des an Blockaden und dadurch bedingten Staus. Und da wird man sagen, dass es in den Blockadefällen an der erforderlichen Behinderungsvorsatz, an dem erforderlichen Behinderungsvorsatz auch in Form des Dolus Eventualis mangelt. Wir können jetzt nicht mit einem Dolus antecedens arbeiten, in dem entsprechende Behinderungen dann gewissermaßen vorweggenommen werden. Das wäre rechtsstaatswidrig. Natürlich wissen wir auch alle, dass eifrig daran gearbeitet wird, die Grenze zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit zu verwischen. Aber die Kritik dieser Verwischung gehört, jedenfalls nach meiner Auffassung, zu den wichtigsten Angelegenheiten im Strafrecht. Vorsatz ist wesentlich, auch in Form des Eventualvorsatzes, ein planvoll instrumenteller Weltgestaltungswille, der im Falle der Tötungsdelikte buchstäblich zur Erreichung eines bestimmten Ziels über Leichen geht. Darüber sprechen wir nicht ernsthaft bei Blockaden und Staus. Die Annahme von Vorsatz war schon bei den sogenannten Raserfällen unplausibel. Sie ist es noch mehr in den Fällen, von denen wir hier sprechen, den Fällen derer, die sich geradezu in einem radikalen Gegenentwurf zum Rasen befinden, die das Rasen auf den Straßen verlangsamen wollen. Es wird bei den Blockaden keine Energie entfaltet. Gerade die jetzt verbreitete Variante des Festklebens vermittelt in besonders anschaulicher Weise, dass es nicht um Energiefreisetzung, sondern um das Gegenteil geht. Wenn wir über Tötungsunrecht bei Blockaden und Staus reden, sprechen wir in vielen Fällen wohl über fahrlässige Tötung durch Unterlassen. Und jetzt sozusagen ist mein Skript auch in gewisser Weise zu Ende und es kommt im Grunde kommt etwas, was Sie alle kennen, ne? Nämlich der Verweis darauf, dass das fahrlässige Erfolgsdelikt, also dass das insbesondere auch in der das fahrlässige Unterlassen ein durchaus nicht unkomplexes Prüfungsprogramm, nicht unkomplexes Subsumptionsprogramm bedeutet. Und das beginnt, wenn wir mal sagen, gehen wir mal, vielleicht wird ja auch sozusagen irgendwann auch gesagt, wir lassen es auf die Unterscheidung von Energieentfaltung oder Nicht-Energie gar nicht ankommen, bilden einen normativen Begriff des Klimaaktivismus. Also probieren wir erstmal das aktive Fahrlässigkeitsdelikt. Die Conditio-Kausalität wird man vielfach bejahen können, aber diese Form der Zurechnung ist schon in Hegels Rechtsphilosophie als heroisches Zurechnungsprinzip bezeichnet worden. Und selbst wenn die Aktionen der letzten Generation in gewisser Weise heroisch sind, ist das ein Zurechnungsmaßstab, der nicht menschengerecht ist. Ne? Also die Konditio-Kausalität ist, wie wir alle wissen, einfach nur ein Einstieg und besagt per se noch gar nicht so viel. Jetzt kommen folgende Prüfungspunkte. Objektive Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver Voraussehbarkeit. Einige möchten dieses Sorgfaltspflichtverletzungskriterium und das Voraussehbarkeitskriterium tatsächlich auch auf objektive Gesichtspunkte beschränken, mit dem systematischen Argument, es handle sich ohnehin um eine normativ generalisierende Zurechnung bei der Fahrlässigkeit. Ich glaube aber, dass, das ist jetzt ein kleiner Blick in die subjektive Zurechnung, dass wir unbedingt eine Individualisierung brauchen nach dem Schuldprinzip und dem Verantwortungsprinzip, das neben dem Gesetzlichkeitsprinzip das wichtigste Prinzip des Strafrechts ist, sodass wir auch die subjektive Sorgfaltswidrigkeit bei subjektiver Voraussehbarkeit der Möglichkeit des Erfolgseintritts in die Überlegung einbeziehen. Und da gibt es viele Rechtsprechungsbeispiele, dass natürlich darf jetzt nicht der Kategorienfehler gemacht werden, das ist immer noch ein normatives Konzept, ja, dass sozusagen die faktischen individuellen Sorgfaltsmaßstäbe gewissermaßen in eins fallen mit dem Zurechnungskriterium. Das wäre natürlich sinnwidrig, aber gleichwohl erlaubt dieser zweite Schritt eine feinkörnigere Überlegung, insbesondere im Hinblick auf die subjektive Voraussehbarkeit, an der vielfach solche Zurechnungen dann scheitern werden. Übrigens auch völlig zu Recht. Ja? Ich meine, das ist wirklich nur in Klammern gesagt, aber eine Diskussion, die kaum noch geführt wird, die betrifft sowohl das strafrechtliche Unterlassen und auch die Fahrlässigkeit. Das sind ja im Lichte der Garantiefunktion des Artikels 103 Absatz 2 sind das eigentlich rechtsstaatswidrige Kriminalisierungen. Ja? Das sind völlig unbestimmte Regeln, die im Bereich der unechten Unterlassungsdelikte durch die Garantendogmatik ein bisschen aufgefangen wird. Das Bundesverfassungsgericht durch die Praxis der Gerichte ist das irgendwie okay. Fahrlässigkeit, wir haben überhaupt keine Tatbestandsmerkmale. Ich will damit nicht sagen, ja, dass man die, also, ne, aber in der Anwendung dieser Zurechnungskategorien muss man eben schon sehr vorsichtig sein. Zentral bei der Fahrlässigkeit der Pflichtwidrigkeitszusammenhang, der ist wohl auch fraglich bei
bei dem Fahrradfahrerfall. Man muss einfach überlegen, die objektive Vermeidbarkeit ist hier die entscheidende Frage. Wenn man sich das pflichtgemäße Alternativverhalten hinzudenkt, entfällt dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Erfolg. Und man muss sich jetzt klar machen, dass das ein in Verbindung mit der Absolutheit der Überzeugungsbildung der Richterin oder des Richters eben eine solche Überzeugung sein muss, die unumstößlich ist. Und es gibt, ich sage das vor dem Hintergrund, dass zum Teil vertreten wird, es sei schon die bloße Risikoverringerung, würde den Pflichtwidrigkeitszusammenhang begründen. Also das kann schon deswegen nicht richtig sein, weil man dann den Pflichtwidrigkeitszusammenhang letztlich immer bejahen kann, ja? Was auch im Lichte der Gleichbehandlung einfach meines Erachtens nicht akzeptabel ist. Ja, ich bin gleich am Ende. Also wenn man schwerpunktmäßig auf Unterlassen abstellt, also fahrlässige Tötung durch Unterlassen, sprich die Strafbarkeit nach 222 in Verbindung mit § 13 untersucht, dann hat man natürlich es mit dem Punkt zu tun, Nichtvornahme einer zur Erfolgsabwendung geeigneten und auch den Tätern möglichen Handlung. Da kommt man vielleicht, wenn man sagt, naja, es wäre vielleicht möglicherweise ein schädigender Verlauf dadurch verhindert werden, dass wenn die sich nicht festgeklebt hätten, sodass man das über eine omissio libera in causa zurechnen kann. Aber man hat, also wenn es darum geht, ja, man sagt, das hätte hier sozusagen die Rechtzeitigkeit der Hilfe oder der schadensabwendenden Handlung ermöglicht. Aber man hat eben halt auch hier bei der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen, man hat die noch zusätzlich die hypothetische Kausalität, ja, das ist ähnlich wie dem Pflichtwidrigkeitszusammenhang ein normativer Begriff von Kausalität. Man denkt sich, im Gegensatz zur Wegdenkformel beim Begehungsdelikt, man denkt sich in diesem Fall eben die erfolgsabwendende Handlung hinzu und muss dann fragen, ob mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Erfolg entfallen wäre. Und das wird man vielfach nicht sagen können. Wir haben ebenfalls die Sorgfaltspflichtverletzungen und die Voraussehbarkeitskriterien in objektiver und subjektiver Hinsicht. Wir haben auch die Vermeidbarkeit, ja, das ist keine sozusagen Verdoppelung, denn zum einen geht es um das Hinzudenken der aus der Garantenstellung folgenden Erfolgsabwendungshandlung. Beim anderen geht es um das Hinzudenken der sorgfaltsgemäßen Handlung, die eben auch nach der Überzeugung dann der Person, die diesen Fall zu beurteilen hat, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Erfolg hätte entfallen lassen. Natürlich kommt noch hinzu beim fahrlässigen Tötung durch Unterlassen die Frage der Garantenstellung. Ja? Und hier sage ich jetzt auch nichts, sozusagen, was Sie nicht wüssten. Die Überwachungsgarantenstellung muss sich hier natürlich, wenn überhaupt, aus der Gefahrenquelle, aus der Zuständigkeit im Hinblick auf eine Gefahrenquelle ergeben, als welche die Blockade dann anzusehen ist, aus der können Gefahren hervorgehen und die Gefahren abzuwenden, also dafür Sorge zu tragen, dass mögliche Gefahren sich nicht an Rechtsgütern anderer realisieren, lassen sich begründen, möglicherweise auch Ingerenzaspekte, wenn sich Gefahren schon sozusagen abgezeichnet haben, diese Schäden sich nicht vertiefen zu lassen. Man muss aber auch bei diesen Garantenstellungen immer sich wieder klar machen, dass die nur restriktiv in Anschlag gebracht werden können. Ja? Sonst wird sozusagen nicht dem Umstand Rechnung getragen, dass wir es hier mit Normen zu tun haben, für die der Gesetzgeber letztlich überhaupt keine Hinweise gegeben hat, ja? Die also rein durch die Rechtsprechung der Gerichte als Fallgruppen herausgebildet worden sind. Also es ist ja im Einzelnen auch sehr, sehr vieles umstritten. Ja, das wäre meine Analyse. Vielen Dank. Herzlichen Dank, lieber Jochen, dass die den Input ja auch zur Generalkritik unter anderem dann an der Fahrlässigkeit, Dogmatik nochmal genutzt und auch der Unterlassung. Und ja, das ist deine, glaube ich.
So, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Gast, nämlich der Frau Professor Dr. Tatjana Hörnle, die Freiburg-Berlin jetzt zu uns gekommen ist. Die Kollegin Hörnle ist Strafrechtlerin und zugleich in besonderer Weise auch für interdisziplinäre Forschung ausgewiesen. Dazu passend kommt sie zu uns als Direktorin des Max-Planck-Instituts für Forschung, für die Forschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht. Und Frau Hörnle ist auch Honorarprofessorin an der Humboldt-Universität, an der sie auch jahrelang hauptamtlich gelehrt und geforscht hat. Und zu ihren Spezialgebieten gehört seit langem auch das Recht der Strafzumessung. Und wenn man nun einmal von Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld, straflichen Grundkategorien ausgeht, dann würde sich die Frage stellen, wie eine möglich strafbare Tat zu bewerten ist. Und da möchte ich Sie bitten, Aspekte zu beleuchten, die hier eine Rolle spielen können. Bitte schön, Frau Hörnle. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich muss vielleicht vorab sagen, den Titel, den Sie hier sehen, habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern die prägnante und pointierte Fassung kommt von Carsten Gede. Ich würde den Konflikt, um den es mir in meinem Vortrag geht, etwas anders beschreiben. Nicht Verständnis oder harte Strafen, sondern eher moralische Bewertung oder unrechtsangemessene Strafen. Ja, das werde ich nun im Weiteren ausführen. Ich werde, um das vorwegzunehmen, mich für eine unrechtsangemessene Bestrafung aussprechen. Ich fange an mit notwendigen Differenzierungen. Zunächst, die meisten, die hier im Raum sitzen, sind vermutlich Juristen. Trotzdem spielt die Strafzumessung im Studium keine große Rolle. Diese Unterscheidung zwischen Unrecht und individueller Schuld spielt gerade in der Strafzumessung eine große Rolle. Die Idee, dass die Basis der Strafzumessung das Handlungs- und Erfolgsunrecht ist. Zum Handlungsunrecht gehören Fragen wie Fahrlässigkeit und Vorsatz, die Jochen eben angesprochen hat, und individuelle Schuld als weiteres Kriterium. Das werde ich im Weiteren noch ausführen. Dann ist mir vorab Folgendes wichtig: die Unterscheidung zwischen einer moralischen Bewertung und einer strafrechtlichen Bewertung. Das kann im Moment nicht oft genug gesagt werden. In vielen Bereichen des Rechts, in Lehrbüchern lesen Sie oft, Recht und Moral sind unterschiedliche Welten. Tatsächlich ist es aber so, dass gerade in der Strafzumessung, und ich habe auch den Eindruck, in der Kriminalpolitik zunehmend Moral und Recht wieder ineinander fließen. Und mir ist es deshalb auch wichtig, das nochmal zu betonen, auch mit Blick auf Sie, Frau Herrmann. Ich würde mich dem anschließen, was Jochen vorher gesagt hat, das ist mutig. Und als Mensch, ja, wenn es um die moralische Bewertung von Personen geht, von Personen, die vor Gericht stehen, kann es konkludent sein zu sagen, ich will wirklich niemand moralisch abwerten. Also die Schlussfolgerung zu sagen, moralischer Respekt und strafrechtliche Bewertung, das ist nicht dasselbe. So, mit dieser Vorankündigung zurück zu der juristischen Sphäre, zur Strafzumessungsfrage und eben zum entscheidenden Gesichtspunkt, nach meiner Analyse entscheidenden Gesichtspunkt, das Unrecht einer Handlung. Und die Grundlage jeder Strafzumessung sollte sein, eine vergleichende Bemessung des Erfolgsunrechts. Vergleichend heißt immer, die Spezifika, die Details des jeweiligen Falles anzuschauen und zu sehen, wie das eben mit anderen Delikten in der Schwere-Skala zu vergleichen und zu verorten ist. Und ich gehe jetzt mal von dem Beispiel Nötigung aus, um das sehr oft gehen wird. Bei Nötigungen ist die zentrale Frage für das Unrecht, wie intensiv, in unseren Fällen vor allem auch, wie lange wurden die Freiheitsrechte anderer Menschen eingeschränkt, wie viele Menschen waren beeinträchtigt und wie fiel der Schaden für diese Menschen aus. Und es wäre nun an dieser Stelle, würde zu kurz greifen, Schaden nur im Sinne von Körperverletzungen oder tödlichen Folgen zu verstehen, sondern Schaden heißt eben auch für einen Handwerker, der aus Berlin-Spandau nach Kreuzberg fahren muss und das eben mit einem Lastenfahrrad auch nicht machen kann, aus faktischen Gründen, der dann aber eben an diesem Tag seiner Berufstätigkeit nicht nachgehen kann.
Das bedeutet, Schaden kann auch heißen für Eltern, die ihre Kinder nicht aus der Betreuung abholen können und so weiter und so weiter. Das sind alles Schäden der nötigenden Handlung für die Menschen, die auf der Stadtautobahn in einem Stau stehen, der 3 bis 4 Stunden dauert. Ist das eine nicht ganz triviale Geschichte? Und eben, es kommt darauf an, wie viele Menschen sind beeinträchtigt. Und da würde ich eben auch nochmal betonen, Frau Magnus hat verschiedene Fälle angeführt aus der Rechtsprechung, aber da gibt es schon einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob die Zufahrt zu einer Einrichtung blockiert wird. Also so wie in dem Wackersdorf-Fall oder bei den Blockadefällen bei militärischen Einrichtungen. Da steht ein Lastwagenfahrer vor einem Tor oder vielleicht 2 Lastwagenfahrer, die in diese Einrichtung reinfahren möchten. Das ist eine grundlegend andere Situation als die Blockade einer Stadtautobahn mit Hunderten, Tausenden von Menschen und die dann auch noch, das ist ja das Konzept, das dahinter steht, regelmäßig wiederholt wird. Die Dimensionen, also das ist das, wofür ich um Verständnis werben will, die Dimensionen des Erfolgsunrechts sind andere. Bei den klassischen Demonstrationsfällen vor Waffenlagern und militärischen Einrichtungen oder ob die Stadtautobahn für Tausende von Menschen lahmgelegt wird. Deshalb, es kommt immer auf die konkreten Umstände und Folgen an. Ich halte die Wackersdorf-Entscheidung übrigens für richtig, aber vor genau dem Hintergrund, dass es sich um vergleichsweise triviales Erfolgsunrecht gehandelt hat. Sobald da sehr viele Menschen betroffen sind, ist es eben kein triviales Erfolgsunrecht mehr. Das spielt sowohl, finde ich, bei der Verwerflichkeitsprüfung, bei der Nötigung eine Rolle, als eben auch hier bei der Strafzumessung. Beim Handlungsunrecht liegt auch eine höhere Form des Handlungsunrechts vor, nämlich entweder die Absicht, sehr viele Menschen zu blockieren, weil das natürlich erst ja der Faktor ist, der auch die entsprechende Aufmerksamkeit kreiert, wenn es eben die Stadtautobahn ist und nicht die Sackgasse XY in einem entlegenen Vorort. Also die Art und Weise, welche Personen betroffen sind, spielt eine Rolle. Also entweder Absicht oder jedenfalls sicheres Wissen. Ein weiteres Thema, und das ist das schwierigere Thema, ein zur Diskussion anstehendes Thema, was ist mit den politischen Konsequenzen die weiterreichende Bedeutung einer Tat? Und ich denke, es ist jedenfalls eine zu vertretende Position zu sagen, dass die Unterminierung demokratischer Entscheidungsfindung, die in unserem Verfassungssystem eben eine Frage der repräsentativen Demokratie ist, die in Parlamenten getroffen wird und eben nicht durch Bürgerinitiativen jeweils auf Ad-hoc-Basis zu sagen, das ist mein Anliegen und ich halte dieses Anliegen für wichtig, die Übertragung dieser Prozesse, die Abfilterung dieser Prozesse in einer parlamentarischen Demokratie ist wichtig und sollte etwas sein. Wenn wir an die 20er Jahre zurückdenken, an die 30er, an die frühen 30er Jahre, wir sollten diese Errungenschaft einer Filterung politischen Drucks durch die Mechanismen der parlamentarischen Demokratie nicht aufgeben. Deshalb würde ich auch diese Folgen für unser politisches System als einbeziehungsfähig ansehen. Ich käme also zu dem Ergebnis, dass das die Basis der Strafzumessung ist, das Erfolgsunrecht, das Handlungsunrecht und die weiteren Folgen für unser politisches System. Nun das Hauptthema bei der Frage der Strafzumessung. Da spielt sozusagen die Musik vor den Gerichten. Wenn man von einem nicht trivialen Unrecht ausgeht, wie ich es eben geschildert habe, ist dann trotzdem eine vergleichsweise milde Strafe möglich unter dem Aspekt der geminderten Schuld. Und da haben Verteidiger, denke ich, haben gute Karten, denn das ist die Schiene, die relativ einfach zu vertreten ist. Die ganz herrschende Meinung in der Strafrechtswissenschaft, die finden Sie in fast allen Kommentaren, finden Sie auch in der Rechtsprechung natürlich, Motive sind wichtig. Sie finden den entsprechenden Anknüpfungspunkt auch im Gesetz, auch insbesondere immer wieder in neueren Gesetzesänderungen, dass die persönliche Einstellung, die Motive, die Gesinnung eine große Rolle bei der Strafzumessung spielen können und sollen. Wenn man diese Überlegung dann nochmal etwas näher aufdröselt, wie werden Motive bewertet,
Dann gibt es in der deutschen Strafrechtswissenschaft eine auch wieder in die 20er Jahre, die Zeiten politischer Unruhen, zurückgehende Diskussion über die sogenannten Überzeugungs- und Gewissenstäter, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht aufdröseln kann. Ich halte den Begriff der Überzeugungstäter für hochgradig problematisch, weil das ein rein subjektiver Begriff ist. Und natürlich sind auch Reichsbürger Überzeugungstäter. Also wenn allein der Umstand, dass jemand sagt, das ist meine tiefe innere Überzeugung, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht existiert, ich weiß das, dann ist es ein Überzeugungstäter. Wenn allein dieser Umstand ausreichen würde, wäre es wohl kaum konsensfähig zu sagen, dass jeder Überzeugungstäter deshalb bereits eine gemilderte Strafe bekommt. Bei Gewissenstätern ist es etwas anders. Ich würde also durchaus zwischen diesen Gruppen differenzieren und diese ernsthafte Überzeugung, sich in einem wirklich schwerwiegenden Konflikt und vor dem Hintergrund eines schwerwiegenden Problems für eine Lösung zu entscheiden, wird man sicher als Gewissenstat einordnen können. Was in der Rechtsprechung und in allen Kommentaren auch steht, das ist eine ganz herrschende Meinung, dass zwischen egoistischen und altruistischen Motiven zu differenzieren sei und dass dementsprechend bei achtenswerten Motiven, das ist übrigens auch, das kommt aus den 20er Jahren, aus älteren Rechtsprechungen, dass bei achtenswerten bei Motiven die Strafe zu mildern ist. Also soweit auch für die Verteidigerperspektive eine relativ positive Ausgangslage, weil die herrschende Meinung tatsächlich Motive, altruistische Motive als strafmildernd anerkennt. Nun möchte ich als Strafrechtswissenschaftler da etwas Wasser in den Wein gießen und sagen, ich persönlich, auch in meiner Arbeit, bin etwas skeptischer, was die Rolle von Motiven angeht für die Strafzumessung. Das ist jetzt wirklich eine allgemeine Frage, die uns auch jetzt etwas weg von der konkreten politischen Frage führt. Die Frage, soll es wirklich auf die Bewertung von Motiven ankommen? Für die moralische Bewertung, wenn wir hier eine moralische Umfrage machen, würde ich wetten, dass sehr viele von Ihnen, keine Ahnung, vielleicht 80% sagen würden, jawohl, der Unterschied zwischen egoistischen Motiven und altruistischen Motiven, gemeinwohlorientiert, das Stichwort ist ja heute auch schon gefallen, soll eine Rolle spielen. Für die moralische Bewertung, das kommt daher, dass wir unsere moralischen Intuitionen, unsere moralischen Bewertungen übertragen. Nun, ich bin, wie gesagt, skeptischer. Wenn Sie Fälle anschauen, in denen Personen, die eine Straftat begangen haben, sich auf ihre Motive beziehen, dann kann im Einzelfall der Unterschied zwischen altruistisch und egoistisch, der auf den ersten Blick ganz klar zu sein scheint, dann sich wiederum auflösen. Wo ist die Grenze zwischen altruistisch und egoistisch, wenn jemand sagt, aber es ist mein Lebensziel, es ist mein Lebenszweck, diese Dinge zu tun? Und vor allem eben die Vermischung von moralischer Bewertung und der rechtlichen Bewertung. Das hat nun etwas damit zu tun mit der spezifischen Aufgabe des Rechts. Also das ist etwas, was mir als Rechtswissenschaftlerin am Herzen liegt, zu sagen, das Strafrecht hat eine enge Aufgabe zu erfüllen. Die ist enger als die Aufgabe der moralischen Bewertung. Es geht darum zu entscheiden, was darf ein Mensch anderen Menschen zufügen und wenn so etwas passiert ist, wie sehr, was hat dies für andere Menschen bedeutet? Das ist die Aufgabe des Strafrechts. Auch die Berücksichtigung von politischen Motiven sehe ich sehr viel kritischer. Unter anderem, weil ich auch denke, jetzt auch wieder staatstheoretisch gedacht, dass die Neutralität der Justiz zu sagen, auch die Fähigkeit von Strafrichtern zu sagen, ich teile das Anliegen. Wir müssen in irgendeiner Form auf die Befunde der Klimaforschung reagieren. Es ist notwendig, dass Anpassungen stattfinden. Und da denke ich, da liegt nun auch tatsächlich der Unterschied zwischen meiner Sicht auf die politische Lage und Ihrer Sicht, dass es eben nicht alternativenlos ist. Also bei Ihnen höre ich in Ihrer Darstellung, dass es ist alternativenlos. Es gibt keine Alternative. Und da würde ich eben auch aus politischer Sicht sagen, wie wir reagieren auf die Befunde, auf die Modellierungen, die Klimaforscher anstellen, wie wir die kollektiven Prozesse hinbekommen. Es ist ja klar, dass Anpassungen nur als kollektive Anpassungen und eben nicht nur national, sondern international stattfinden müssen. Welche
wie die Balance der Opfer und Kosten aussehen wird. Das sind hochkomplexe Abwägungsfragen. Es gibt keine einfache Lösung. Es sind komplexe Abwägungsfragen. Und auf diese Abwägungsfragen hat wahrscheinlich jeder von Ihnen mehr oder weniger eine Antwort. Aber als Strafrichter, der entscheiden muss, sollte seine politischen Bewertungen aus diesen beruflichen, strafrechtlichen Erwägungen heraushalten. Und schließlich, auch das finde ich nicht ganz trivial, es gibt die Gefahr, die reale Gefahr, dass je moralischer Urteile werden, je politischer Urteile auch werden, dass persönliche, jetzt eben nicht nur bewusste politische Entscheidungen, sondern eben auch ganz andere Faktoren, nämlich die unbewussten psychologischen Identifizierungen mit den einen Angeklagten und verbunden natürlich mit dem, dass das nicht stattfindet bei anderen Angeklagten. Natürlich fällt es einem Amtsrichter oder einer Amtsrichterin leichter, Personen freizusprechen oder die Strafe erheblich zu mildern, wo man sagen könnte, das könnten die Kinder meiner Nachbarn sein. Das ist was anderes, als wenn jemand da sitzt, der irgendwie das Label Clankriminalität aufgedrückt bekommen hat. Also diese Form der Identifikation von Richtern mit Angeklagten, die häufig eben auch eine unbewusste Identifikation ist, die ist problematisch. Und je stärker moralische Motive in das Strafrecht reinfließen, je stärker das eben zu einem undurchdringlichen Gemisch an Bewertungen wird, die eben wesentlich moralische Bewertungen sind, politische Bewertungen. Davon muss die Justiz frei bleiben, nüchtern bleiben, Unrecht bewerten, vergleichen, was ist in diesem Fall passiert und das entsprechend bewerten und sich nicht auf den slippery slope von moralischen und politischen Bewertungen einlassen, weil das letztendlich gefährlich ist in verschiedenen Dimensionen. Ja, und zum Schluss, weil Carsten es in seinem Titel ja auch angedeutet hat, natürlich gibt es auch immer noch das Thema Wiederholungsgefahr, das im Gesetz in § 47 angedeutet wird, aber über die Frage der Freiheitsstrafe hinaus natürlich immer eine Rolle spielt. Deshalb, selbst wenn ein Strafrichter, wenn er sich auf den Weg einlässt, den ich eben skizziert habe, politisch oder moralisch zu sagen, wir mildern hier die Strafe, wird das ausgeglichen durch den Umstand, dass natürlich die nächste Aktion schon wieder vor der Tür steht. Ja, das war ein Kurzdurchgang durch die Prinzipien der Strafzumessung und meine Kritik daran. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Hörnle, für den Einblick in das Feld. Ja, meine Damen und Herren, wir werden jetzt erstmal eine Runde sozusagen auf dem Podium machen, Fragen des Moderators und danach gehen wir dann auch in das Publikum. Ja, Frau Herrmann, ganz herzlichen Dank auch nochmal für Ihre Einblicke. Habe ich das richtig verstanden? Also die letzte Generation versteht Ihre Aktion so, dass Sie auch Legalität beanspruchen. Also zum Beispiel und vor allen Dingen über § 34 beanspruchen, dass das auch im geltenden Recht seinen Platz hat. Ich glaube, es ist gleichzeitig komplizierter und einfacher als das. Wenn wir jetzt in so einem Gerichtsverfahren sitzen mit einer betroffenen Person, die sich da auf die Straße geklebt hat, dann wird die regelmäßig in ihrem letzten Wort, also immer nach dem Plädoyer der Verteidigung, hat dann nochmal die betroffene Person ein letztes Wort, sagen, ja, liebe Richterin, lieber Richter, wenn Sie mich jetzt heute hier verurteilen, ist es Kacke für mich, weil ich kriege eine Geldstrafe oder noch schlimmer und ich kann und will das nicht bezahlen. Aber es macht keinen Unterschied, weil ich im Angesicht dieser Krise, die wir haben, weiter das machen werde, was ich für richtig halte. Und ich glaube, das beantwortet die Frage ganz gut, weil das natürlich, ich glaube, dass sich hier sozusagen so ein Gegensatz zwischen Legalität und Legitimität auftut, wo einfach
alle, die sich daran beteiligen, an diesen Protesten, überzeugt davon sind, dass es nicht nur legitim ist, was sie tun, sondern dass es eben auch ihre demokratische Pflicht ist. Ich habe das vorhin angesprochen, die Regierung an das Einhalten der Verfassung eben zu erinnern. Und und darin quasi die Berechtigung dafür suchen. Und ob das jetzt, wenn jetzt freigesprochen wird und das sozusagen als legal eingeschätzt wird, dann gibt damit sozusagen die Gerichte geben dann institutionelle Legitimität den Protesten ein Stück weit und entziehen die der Regierung. Und das gibt dem sozusagen noch eine neue Schicht der Legitimität. Aber individuell ist die Frage der Legalität für die Betroffenen, die jetzt auch zumeist keine Juristinnen sind, eher eine untergeordnete, weil sie einfach das Unrecht so stark wahrnehmen, dass es besteht. Verstehe ich so, dass Sie eigentlich beides anschauen. Also einerseits argumentieren Sie mit der Legalität auch Ihrer Aktionen und zugleich sind Sie aber auch bereit, darüber hinauszugehen, wenn es anders beurteilt wird. Ja, Sie haben ja angesprochen, dass zu den aktuellen Forderungen, das zählt, dass ein Gesellschaftsrat, Klimarat eingeführt werden soll, um, wenn ich das richtig verstehe, sozusagen eine andere Form von demokratischer Teilhabe dort einzuführen. Denken Sie, gerade wenn man überlegt, dass vielleicht nicht jede und sicher in großem, möglicherweise auch in großem Ausmaß Entscheidungen auch noch getroffen werden können, wie man Klimaziele erreicht, wie man vorgehen soll. Denken Sie, dass man damit wirklich ein demokratisches Prinzip hinreichend abdecken kann? Das würde ja voraussetzen, dass wir eine ganz andere demokratische Struktur etablieren für diesen Fall. Also es beruht auf Zufall, es können nicht Mehrheiten, die in der Bevölkerung auch vorhanden sind, Entscheidungen können dort nicht abgebildet werden. Würden Sie sagen, das ist immer noch eine volle Umsetzung von Demokratie? Ich glaube, dass es keine perfekte Demokratie gibt. Und ich glaube, dass die wir gerade haben, diese parlamentarische Demokratie, besonders mit dem großen Einfluss von Lobby und, ja, könnte ich jetzt lang drüber reden, eben auch recht weit entfernt von dieser perfekten Demokratie ist. Und dass sicher auch ein Gesellschaftsrat kritikwürdig ist in manchen Punkten. Aber ich glaube, dass eben ein zufällig geloster Rat, und es ist so, also um das näher zu erörtern, kann ich Sie alle gerne einladen, sich mit dem Bürgerrat Klima zu beschäftigen. Der hat 2021 stattgefunden und leider sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen. Aber da ist quasi diese zufällige Losung dann noch komplementiert durch einen Rat, das ist ein Verein, die sich lange damit beschäftigt haben, die dann noch das im Verhältnis zu den gesellschaftlichen Mehrheiten auch wieder ausgeglichen haben. In seiner Nachauswahl nach dem Losung. Das ist jetzt alles ein bisschen zu kompliziert. Ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, dass wir das Problem haben, dass Informationen hier an die BürgerInnen des Landes tatsächlich sehr gefiltert kommen teilweise und dass sich politische Prozesse sehr verschleppen, eben weil immer an die Wiederwahl gedacht werden muss und weil immer an die GeldgeberInnen gedacht werden muss und an die Mehrheiten im Parlament. Und dass, wenn wir einfach Menschen hinsetzen, irgendwie für eine Woche zusammen und die mit der Frage konfrontiert werden, das ist die Situation, die Wissenschaft ist sich beispiellos einig, in was für einer Lage wir sind, das ist die Situation, verschiedene Lösungsansätze werden vorgestellt, was findet ihr richtig? Ich glaube, dass sich da auf jeden Fall ein besseres demokratisches Bild ergeben wird, als was wir gerade erzeugen können. Herzlichen Dank. Ich gehe dann mal zu Herrn Bönte über. Herr Bönte, also in der Debatte um zivilen Ungehorsam haben sich ja viele auch schon dafür stark gemacht, dass der zivile Ungehorsam eine ganz zentrale Funktion haben kann, dabei Verkrustungen auch von Demokratien aufzulösen. Das ist ein Argument, das ich durchaus jetzt mit dem, was Frau Herrmann beschrieben hat, treffen könnte. Was aber regelmäßig vorausgesetzt wird, auch in den philosophischen Ausarbeitungen, die es dazu gibt, ist ja die Gewaltfreiheit der Proteste und des Sitzblockaden oder in Klebeform umgesetzt. Wenn man jetzt in den Verkehr hineingeht, und zwar in den fließenden Verkehr, der damit auch gestoppt wird, ist da nicht durch die Gefahren, die dort eine Rolle spielen, anders als bei den Zufahrten, ist da nicht die Grenze des zivilen Gehorsams doch übertreten? Ja, also es darf natürlich keine Gefahr bestehen, dass Menschen verletzt werden. Dass es dadurch zu Auffahrunfällen kommt beispielsweise. Und ich erinnere mich auch noch, als ich von einem der Gründer der letzten Generation, als sie, bevor die angefangen haben, angerufen wurde
Und der mich gefragt hat, ja, was passiert eigentlich, wenn wir immer wieder Autobahnen blockieren? Und ich dachte, ach du Scheiße, wie wollt ihr das denn hinkriegen, ohne dass da Menschen gefährdet sind? Und die haben tatsächlich einen Weg gefunden. Die warten, bis die jeweilige Ampel auf grün ist bei den Autobahnausfahrten, gehen dann auf die Straße, setzen sich dann hin und dann stehen die Autos halt schon. Und dann haben wir letzten Endes eine Gefährdung, die nur in Form von Staus besteht, wie sie tagtäglich auf deutschen Autobahnen vorkommt. Mhm. Jetzt hat der Kollege Engländer ja gegen eine Anwendbarkeit von 34 oder differenziert gesprochen, also hat er auch Weiterentwicklung der Dogmatik ja angesprochen, die das Thema jetzt bringen kann, aber letzten Endes doch Kritikpunkte gesetzt. Überzeugt es Sie, was Sie gehört haben? Ja, ich würde gerne noch eine Differenzierung reinbringen. Sie sind ausführlich auf die Entscheidung vom Amtsgericht Flensburg eingegangen. Und im Rahmen der Angemessenheit haben Sie gesagt, ja, wenn der Aktivist das ganze Thema selbst in die Hand nimmt und jetzt sagt, okay, dieser Baum muss jetzt bleiben, obwohl das aufgrund der Gesetze anders entschieden wurde vorher, dann harmoniert das nicht mit unserem Demokratieprinzip. Und insoweit gebe ich Ihnen auch vollkommen recht. Ich treffe die Differenzierung in meinem Aufsatz auch. Sobald die Klimabewegung das Heft selbst in die Hand nimmt und selbst entscheidet, welche Klimaschutzmaßnahmen jetzt zu treffen sind, setzt sie sich in Konflikt mit dem Demokratieprinzip. Also nehmen wir mal beispielsweise an, die hätten jetzt durchgesetzt, dass Lützerath nicht abgebaggert wird. Dann hätten sie eigenmächtig das Heft in die Hand genommen. Das ist bei den Aktionen der letzten Generation aber nicht der Fall. Die haben einen ganz anderen Fokus. Die wollen nicht selbst das Heft in die Hand nehmen, sondern die wollen Aufmerksamkeit auf bestimmte Punkte lenken. Und diese Aufmerksamkeit des Gesetzgebers, der Legislative, da zu erregen und die für bestimmte Anliegen zu sensibilisieren und auch Druck aufzubauen, das spielt sich meines Erachtens vollkommen im Rahmen unserer Demokratie ab, weil auf unsere Politiker ja auf vielfältige Weise Druck ausgeübt wird. Also das war mir noch wichtig, das zu ergänzen. Ja, vielen Dank. Dann gehe ich zu Frau Magnus über. Und Dorothee, ich möchte dich dann nochmal fragen, also du hast ja erkennen lassen, dass du bei der Verneinung der Verwerflichkeit doch Spielraum siehst in den, bei den Aktionen, die du behandelt hast. Es gibt ja erste Urteile, also jedenfalls AG Freiburg gibt es ein Urteil, das entsprechend auch die Verwerflichkeit verneint, auch für mehrere Aktionen. Würdest du sagen, also, dass es da dann auch überzeugende Urteile gibt, die auch aus deiner Sicht halten sollten, wie man juristisch sagt, also die auch nicht aufgehoben werden sollten? Ja, also ich denke, das ist eine Frage der Abwägung, die man im Einzelfall immer machen muss. Also die unterschiedlichen Urteile, die es dazu gab, jetzt gerade auch ja vor 6 Tagen oder 7 Tagen das Landgericht Berlin, das die Verwerflichkeit angenommen hat bei einer Nötigung von Festklebern. Das, also es gibt sozusagen eine uneinheitliche Rechtsprechung bis jetzt zu diesen Fällen und es steht noch aus, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagen wird und deswegen kann man jetzt nur mutmaßen, wie es vielleicht entscheiden wird und wenn man sich diese älteren Entscheidungen anguckt, also ab den 1995er Entscheidungen, dieser Leitentscheidung vom Bundesverfassungsgericht, dann sieht man doch, dass in die Abwägung auf jeden Fall diese Aspekte, die inwieweit Grundrechte ausgeübt werden, mit berücksichtigt werden müssen. Und ich denke, das müssen also auch die Untergerichte mehr noch mit beachten. Und es fehlt häufig, dass gerade solche Umstände, wie Grundrechte wahrgenommen werden, dann nicht bei der Verwerflichkeit ausreichend berücksichtigt werden. Und man sieht ja doch, dass es viele Möglichkeiten gibt, da einen Ausgleich zu schaffen für die Demonstranten, dass die Positionen auch also besser ausgeglichen werden, indem dann tatsächlich die Aktion angekündigt wird oder versucht wird, die Behinderung gering zu halten, Rettungsgassen geschaffen werden und dass also dieses gemeinwohlorientierte Anliegen auch, wenn Frau Hörnde meint, das, oder diese altruistischen Zwecke vielleicht mehr in das Moralische hineingehen, aber ich denke, man kann schon einen Unterschied machen, ob es nun kriminell motiviert ist oder wirklich ein Anliegen der Allgemeinheit ist. Und der Klimaschutz ist ein Anliegen der Allgemeinheit. Wenn das im Vordergrund steht, finde ich, ist das ein starkes Argument auch. Und wenn weitere Umstände da in der Abwägung mit da hineinspielen, dass man die Verwerflichkeit ausschließen sollte. Und ich finde auch, dass die Untergerichte sich daran etwas mehr orientieren sollten, als sie es bis jetzt tun.
Dann noch eine Frage zur Lepple-Entscheidung. Dass die nicht mehr in voller Blüte steht und korrigiert worden ist, das halte ich für überaus richtig. Gleichwohl gibt es ja da auch Teilaussagen, die das Bundesverfassungsgericht, das hast du zitiert, auch aufrechterhalten hat, nämlich eben die Aussage, dass beim Einsatz Wahrnehmung des Demonstrationsrechts, dass es da um die Nebenfolgen geht, die gerechtfertigt sein können oder jedenfalls nicht strafbar sein können, dass aber gezielte Einsatz von Blockaden und Beeinträchtigungen anderer, dass das wiederum jenseits des Rechtfertigungsfähigen liegen könnte. Siehst du das? Also würdest du das zurückweisen? Siehst du das nicht mehr als Stand des Verfassungsrechts an? Oder wie ist da deine Position? Da habe ich sozusagen ein Präzisierungsbedürfnis. Ja, also wenn es Behinderungen sind, die noch sozusagen adäquat sind, dann ist das zu akzeptieren und auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wenn es eine sozial adäquate Nebenfolge ist, selbst wenn sie gewollt ist. Also gewollt und gezielt ist ja sehr nah beieinander. Dann ist die Frage, wie gewollt, wie gezielt ist es. Also wenn es eine gewollte Nebenfolge ist, dass Personen behindert werden und Zwang ausgeübt wird, dann ist das noch nach der jetzigen Bundesverfassungsgericht Rechtsprechung erlaubt. Also dieses Zitat hatte ich auch ja, auf einer meiner Folien nochmal gebracht. Und wenn es dann eine Gewaltausübung ist, um Aufmerksamkeit zu erregen, das ist sozusagen die Rechtsprechung, die vor 1995 noch immer vertreten wurde und auf die sich ja auch noch einige berufen. Aber die, denke ich, ist jetzt nicht mehr angebracht und wird auch so nicht mehr in den neuesten Verfassungsgerichtsentscheidungen zu den Nötigungen bei Sitzblockaden so vertreten. Mhm. Ja, dann vielen Dank, lieber Armin. An dich auch die Frage, du hast ja unter anderem geltend gemacht, dass eine allzu weite Auslegung der Geeignetheiten eine Grenzung sein kann. Hast dann Beispiele dargeboten. Da möchte ich dich fragen, also wir haben ja ein Konzert an Merkmalen, sie hängen nicht nur von der Beurteilung eines Merkmals ab, wir kennen das, dass wir zum Teil recht weite Schleusen haben, durch die viel durchgeht und dann wir an anderer Stelle korrigieren. Was ich mich doch frage, ist, ob das hinreichend beachtet ist, dass wir hier ein ganzes Set an Kriterien haben und die ja ganz wichtige Argumentation mit dem Sonderopfer, ist es nicht so, dass wenn das Ausmaß der Beeinträchtigung immer noch überschaubar bleibt, dass durch den Sachbezug, den die Aktionen im Verkehr dort haben, dass man da auch doch geltend machen kann, dass man eigentlich sozusagen ein Konfrontationsrecht mit diesem Thema haben kann, denn im Hintergrund stehen verfassungsrechtliche Ausgangslagen, die man jedenfalls gut so interpretieren kann, dass hier auch eine Schutzpflicht nicht beachtet wurde. Und dass wir jetzt auf der anderen Seite sagen, unsere Demokratie ist so ideal, dass wir in keiner Weise auch diese Konfrontation mit Themen auch setzen können, über Mehrheitsentscheidungen im Parlament hinaus, das würde ich auch ohne weiteres unterschreiben. Ist da nicht doch auch ein Spielraum für ein gewisses sachbezogenes Sonderopfer? Ja, zu den zwei Fragen von dir. Natürlich kann man eben sagen, die Entgrenzung bei der Geeignetheit ist im Grunde gar kein Problem, weil wir das dann eben an anderer Stelle wieder entsprechend auffangen können. Freilich ist natürlich in der Tendenz hier zu sehen, ja, dass im Grunde versucht wird, alle der genannten Kriterien, ich habe das auch ein bisschen versucht, dann darzulegen, in der Tat eben aufzuweichen, damit zu entgrenzen. Und man muss schon sehen, dass die Geeignetheit eben durchaus ja eben eine begrenzende Funktion dann hat. Ja, und dann zu sagen, naja, das ist nicht so dramatisch, weil wir das ja an anderer Stelle dann wieder einfangen können, scheint mir im Grunde der Regelungsintention beim Paragraphen 34 nicht ganz zu entsprechen. Denn es geht im Grunde um irreguläre Konflikte, die eben, könnt ihr jetzt sagen, im Rahmen der staatlichen dann Bekämpfung und Beseitigung von Gefahren ebenso nicht abgebildet sind oder nicht abgebildet werden können. Schlichtweg etwa, weil staatliche Gefahrenabwehr in der konkreten Situation nicht zur Verfügung dann steht. Und das scheint mir eben, wenn man diese Voraussetzungen an den unterschiedlichen Stellen dann aufweicht, entgrenzt, scheint mir im Grunde der Kerngedanke, der hinter dem Paragraphen 34 steckt, nicht mehr eben angemessen respektiert zu werden. Der
Zweiter Punkt, den du angesprochen hast, Konfrontationsrecht. Absolut. Ja, natürlich haben wir keinen Anspruch darauf, komplett von Themen eben verschont zu bleiben, die für uns unangenehm sind und von denen wir eben nichts hören möchten. Die Frage ist eben, wie weit ein solches Konfrontationsrecht dann geht. Die entsprechende Austarierung ist in der Tat eben eine, die sich dann in der Verfassungsgerichtsrechtsprechung dann durchaus meines Erachtens findet. Aber worum es ja hier geht, ist sozusagen ein Konfrontationsrecht zu implementieren, das eben über das im Allgemeinen im politischen Diskurs gerade hinausgeht. Darüber mag man dann diskutieren, ob man das neu justieren muss. Aber wiederum würde ich sagen, der Paragraph 34 StGB ist jedenfalls nicht die Stellschraube, um hier zu einer Neujustierung zu kommen. Und darf ich vielleicht nur einen Satz zu Herrn Bönte sagen, den Sie angesprochen haben? Ganz richtig, da gibt es eine spannende Differenz zwischen Ihrer Position und der des Amtsgerichts Flensburgs, welche Fälle eben überhaupt rechtfertigungsfähig sind. Gleichwohl, auch bei Ihrer Position stellt sich natürlich die Frage, wenn es darum eben geht, politische Prozesse zu beeinflussen, zu verändern, ist das natürlich erstmal ein legitimes Ziel, für das es freilich aber auch Verfahrensweisen gibt. Und dann stellt sich eben die Frage, inwieweit kann man eben von bestimmten eben Personen ein Sonderopfer abverlangen, ja, weil man eben diese geordneten Verfahrensweisen dann als nicht ausreichend ansieht. Und sozusagen diese Sonderopferproblematik, ja, die darf man eben an der Stelle nicht ausblenden, weil die eben für die Legitimation des Paragraphen 34 StGB eben eine ganz zentrale ist. Ganz herzlichen Dank, was auch gleich die beiden Fragen angenommen hast. Lieber Jochen, auch an dich Fragen, obwohl wir da ganz deckungsgleich sind. Du hast insbesondere für ein Unterlassen gesprochen. Jetzt ist es ja so, dass mit dem Niederlassen auf der Straße auch ein Hindernis entsteht. Und da möchte ich doch nochmal fragen, ist da nicht die Argumentation für eine Strafbarkeit, vielleicht auch über ein aktives Tun, nicht doch noch stärker, zumal man ja auch bedenken muss, dass unter Umständen eben doch Auffahrunfälle, also in einem konkreteren Zusammenhang mit einem Hindernis bereiten, ja eintreten könnten. Ist da nicht doch ein Bereich, wenn man ernsthafter über eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit nachdenken muss? Ja, deswegen habe ich auch beide Prüfungsprogramme vorgestellt. Ne? Also das ist, mir schien tatsächlich der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit, wie wir so schön sagen, bei den Fällen des Festklebens tatsächlich in der Untätigkeit, gerade in dem Gegenteil der Energieentfaltung zu liegen. Aber klar, also man kann, wenn man sozusagen das Bild ausweitet, dann gewinnt das Prüfungsprogramm des aktiven Unterlassens wieder mehr an Plausibilität. Ja. Aber ich glaube, dass beide Prüfungsprogramme genug sichernde Vorkehrungen bieten, also wirklich nur in Grenzfällen zu einer Bejahung, also einer Zurechnung des Todes zu kommen. Also das glaube ich. Das kann sein, ne? das ist möglich. Aber wie man ja auch an dem Berliner Fall sieht, der Springpunkt ist wahrscheinlich, also wenn man jetzt mal nur in der objektiven Zurechnung bleibt, ist der Springpunkt, wird in ganz vielen Fällen der Pflichtwidrigkeitszusammenhang sein, wo jedenfalls nach zutreffender herrschender Meinung, eine Gewissheit bestehen muss, ja? an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen beim Hinzudenken, also das glaube ich, wird immer, also jedenfalls in vielen Fällen, Zweifel zurücklassen, die dann in dubio pro reo zum Ausschluss der Zurechnung und der Strafbarkeit führen werden. Ja, also noch eine Frage zum Vorsatz. Du hast sehr klar gemacht, dass du da keinen Raum siehst für Vorsatztaten. Die Argumentationen, die man etwa bei Herrn Fischer auch lesen kann, gehen ja dahin oft zu verweisen, ja allein, dass man sich das nicht wünscht, dass da durch Blockaden dann es auch zu Todesfällen kommen kann, dass das mag ja sein, aber das ist nicht das Wesentliche für den Vorsatz, wenn man weiß,
ab bei so bestimmten eingetretenen Problemkonstellationen, das kann die Spätfolge sein, dann ist sie möglicherweise auch ein Vorsatzbestandteil. Also warum ist das aus deiner Sicht nicht überzeugend? Ja, aber das ist dann von Fischer auf so einen Pappkameraden eingeschlagen, ne? Denn wer behauptet jetzt eigentlich, dass wir sprechen natürlich vom Wollen und nicht vom Wünschen. Also das ist, glaube ich, seit was weiß ich, BGH 16.1 ist das irgendwie vom Tisch. Das ist uralt und das wird von niemandem ernsthaft vertreten. Ich glaube, dass ich habe das nur kurz angedeutet, darüber könnte man jetzt natürlich wieder ein Seminar machen. Ja. Ich glaube, dass alle Formen des Vorsatzes darin übereinstimmen, dass in ihnen tatsächlich ein instrumenteller Weltgestaltungswille Ausdruck finden muss. Ja. Egal ob in Form des Wissens, des sicheren Wissens oder des Inkaufnehmens. Ja. Es geht darum, dass bestimmte Rechtsgutverletzungen einfach dass um den Preis, ja, dieser Rechtsgutverletzung gehandelt wird und dass man also im Falle des Tötungsunrechts tatsächlich über Leichen geht, im Zweifel, ja, beim Eventualvorsatz. Und da ist, glaube ich, also wie gesagt, es gibt immer Einzelfälle, in denen sowas verwirklicht sein kann. Aber der typische Fall wird weit davon von einer solchen Instrumentalisierung entfernt sein. Ganz lieben Dank. Frau Hörnle, auch an Sie noch Fragen. Und da habe ich etwas vermisst. Also ich kann nachvollziehen, dass Sie auf Moralisierungen auch darauf hinweisen, weil die auch insbesondere auch gerade strafschärfend herangezogen werden können. Das ist ja keine Einbahnstraße in der real existierenden Strafzumessung. Was ich aber noch nicht recht verstanden habe, ist, inwiefern wir hier nicht über rechtlich wertvolle Motive und auch rechtlich relevante Motive in unseren Konstellationen sprechen. Denn es geht ja immer noch um Grundrechtswahrnehmung, es geht um rechtlich angeknüpfte Ziele des Gemeinwohls. Jetzt kann man insbesondere bei § 34 auch sich dafür stark machen, dass dort die Rechtfertigung nicht eintritt. Das hat sehr viel Potenz. Gleichwohl würde das ja auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht dazu führen, dass wir diesen Grundrechtskontext völlig ausblenden. Und das ist ein Rechtswert, der hier ja dann immer noch zur Geltung kommen muss. Und im Übrigen kommt es ja da dann auch nicht darauf an, das ist ja der Unterschied auch zu den 20er und 30er Jahren, dass man sagt, ja, also wir stimmen einer bestimmten politischen Richtung als solche zu, sondern ich müsste da immer noch rechtlich anknüpfungsfähige Aspekte bieten. Also worauf ich hinaus will, gehört nicht mindestens dazu, wenn man moralische Erwägungen zurückdrängen will, dass man hier auch den Weg dann frei macht und auch weiter anerkennt, dass hier ganz erhebliche rechtliche Gründe die Motive aufwerten. Aber das wäre ja in anderen Fällen auch nicht anders. Demonstrationsfreiheit ist ja auch ein neutrales Recht. Das heißt, auch das kann natürlich für ein ganz unterschiedliches Spektrum an Fallgestaltungen geltend gemacht werden. Auch die Idee zu sagen, also ich verstehe die Idee zu sagen, wenn das Motiv ist, für ein öffentliches Anliegen einzustehen und eben von Demonstrationsfreiheit Gebrauch zu machen, ist das was anderes, als wenn es ein nur selbstbezogenes Motiv ist. Aber dann wiederum, damit würde man sich auch erkaufen, dass jede Form der politischen Überzeugung, die eben in Form der Demonstrationsfreiheit dann geltend gemacht wird, dann zu einer Strafmilderung führt. Also die Gleichsetzung eines neutralen Werts wie Demonstrationsfreiheit zu sagen, deshalb wird Strafe gemildert, weil es in einem Demonstrationskontext steht, nicht sobald Straftaten verwirklicht werden, spielt das keine Rolle mehr. Aber können sich der Reichsbürger auf die Verfassung wirklich berufen? Also da glaube ich, jedenfalls wenn man das Beispiel nimmt, andere sind wahrscheinlich schwieriger, aber das Beispiel wäre jetzt glaube ich eines da, mit dem kann man jetzt nicht sagen, also wenn wir hier Grundrechte berücksichtigen, dann kommen wir da in Teufels Küche. Vielleicht noch eine Frage zur Präzisierung. Sie haben ja angesprochen, also Wiederholungsaspekte, Durchsetzung der Rechtsordnung, wenn eben klar ist, das wird jetzt immer wieder geschehen, das ist ja durchaus eine Frage, deswegen auch mein Titelvorschlag. Habe ich Sie da richtig verstanden, dass Sie sagen, ja, also diese Erwartung, dass es jetzt immer wieder geschehen wird, damit immer wieder das von Ihnen beschriebene Unrecht eintreten kann, also das kann auch voll durchschlagen. Voll durchschlagen, das kommt, was Sie mit voll durchschlagen meinen. Aber das ist bei der Strafzumessung zumindest, ich bin ja, was präventive Straferwägungen angeht, selber auch skeptisch.
Aber zumindest de lege lata ist es vorgesehen. Also das ist etwas, was dann selbst, also wenn man die auf der Schiene bleibt, was macht die herrschende Meinung? Die herrschende Meinung respektiert achtenswerte Motive. Und da würde sicher dieses Argument Demonstrationsfreiheit als weiteres Argument, das lässt sich da sicher hören. Aber dann muss man eben auch in Kauf nehmen, dass auf der anderen Seite die Individualbeeinflussung ebenfalls eine entscheidende Rolle spielt. Ich sehe beides skeptisch, aber... Ganz herzlichen Dank. So, und jetzt blicke ich ins Publikum, das Ganze auch schon motiviert ist. Wir haben auch Mikrofone und Thomas Ronau habe ich als Ersten gesehen. Und Frau Kloser, wenn Sie hier runterkommen, Herr Ronau sitzt hier unten, haben Sie vielleicht noch nicht gesehen. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für diese spannenden Vorträge und spannende Unterhaltung und wirklich Hut ab vor dem Mut, den Sie haben, Frau Herrmann, muss ich ganz am Anfang mal sagen. In der Sache habe ich drei Punkte, ich könnte über viele andere auch gerne diskutieren, aber drei Punkte würde ich mal erwähnen mögen. 34, da hast du ja drüber gesprochen, das sehe ich ganz genauso wie du im Fahrwasser und würde bei der Eignung nochmal eine Frage stellen wollen. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist ja diese Eignungsdiskussion, läuft ja auch gerade über die Symbolwirkung, die man erzeugen möchte dort, dieses Aufweckungserlebnis, das man jetzt von Ihrer Seite her bringt. Und wenn ich das beobachte und ich lese jeden Tag mehrere Zeitungen, dann haben wir an der Stelle schon auch einen Stimmungswechsel, würde ich sagen, in der Bevölkerung. Ja? Also da kippt was. Je extremer die Proteste werden, umso weniger Zustimmung und Sympathie können Sie dort erreichen. Oder Sie haben möglicherweise einen anderen Eindruck. Ich sehe das jedenfalls so und aus den Gesprächen, die ich führe, ergibt sich das. Zweiter Punkt, und das ist, finde ich, ein ganz spannender Punkt bei diesem Thema, nämlich demokratietheoretischer Art. Heikles Thema, wir haben es gesehen und es kam ja immer wieder durch, auch bei den Meldungen. Wir sind uns ja einig darüber, jedenfalls viele sind sich einig darüber, dass der oberste Souverän in einer Demokratie das Parlament ist. Und da sind wir bei der Mehrheitsregel, mag es auch eine qualifizierte Mehrheitsregel sein, die Sie ja angreifen. Das haben Sie ja im Grunde zugegeben. Das Mittel, das die Demokratie hat, um solche Konflikte dieser Art auszutarieren, ist nun mal der Kompromiss. Und hier haben wir es mit Abwägungsprozessen zu tun, Tatjana Hörnle hat es gesagt, und zwar vor dem Hintergrund multipler Großkrisen. Wir haben ja nicht nur den Klimawandel, der hat natürlich eine besondere Dimension, aber wir haben einen Ukraine-Krieg, wir haben eine Migrationskrise und vieles mehr. Ja? Und das muss, und wer sollte es sonst tun, ein Parlament machen, mit der Autorität und Souveränität, die da im Hintergrund steht. Und wenn jetzt dort Gruppen kommen, Protestgruppen kommen, die den einzig gangbaren Weg vorgeben, dann halte ich das für hochproblematisch, muss ich sagen. Weil, wie reagieren Sie denn, wenn plötzlich viele Leute frieren, weil kein Gas mehr da ist? Ja, dann müssten Sie uns mal sagen, ob immer noch Klima ganz, ganz vorne steht oder ob nicht andere Aspekte dort mindestens gleichrangig sind. Also ich finde das ein bisschen eindimensional und damit nicht in Ordnung, muss ich sagen. Dritter Punkt, Logik. Logik. Was Sie machen, Sie wollen ja Aufmerksamkeit erreichen und die erreichen Sie über Regelbruch. Und diesen Regelbruch kann man hin und wieder dann als strafbaren Regelbruch identifizieren. Wenn Sie den nicht mehr haben, weil das legalisiert wird, dann ist da eine widersinnige Argumentation, da ist ein Logikbruch drin in der Argumentation. Den müssten Sie mal auflösen. Wenn Gesellschaft, wenn Parlament, die steuern ja über Gesetze, wenn diese Gesetze an der Stelle nicht mehr gelten, weil sie teilweise außer Kraft gesetzt werden, wie Sie das ja wollen, weil Sie einen Weg vorgeben, den dann, Stichwort Gesellschaftsrat, jemand dann aussprechen soll, dann ist das hochproblematisch. Und ich weiß offen gestanden nicht, wen Sie an die Stelle setzen wollen, des Souveräns Parlament. Wollen Sie da ein Expertengremium nehmen? Wen wollen Sie nehmen? Wollen Sie einen Gott nehmen, der jetzt die Wahrheit in sich trägt? Ich meine, wir wissen, was von Expertenstreit zu halten ist aus der Pandemie. Da gab es heftigen Streit über den richtigen Weg an der Stelle. Wo Sie jetzt die Wahrheit für einen Weg hernehmen wollen, weiß ich offen gestanden nicht. Und letzter Punkt, Klima. Ist ein tolles Thema an der Stelle und absolut wichtig. Aber man kann das Ziel, das Sie dort anstreben, natürlich auch austauschen. Mich bedrückt mindestens ebenso
stark die Frage, wie ist das eigentlich mit der künstlichen Intelligenz und was macht die mit der Gesellschaft? Wollen Sie das austauschen und wollen Sie jetzt zulassen, jetzt immer im Fahrwasser Ihrer Argumentation, dass an der Stelle jetzt die Computer beschädigt werden sollen, Hackerangriffe gerechtfertigt werden sollen und so weiter und so fort? Das ist das, was mich jetzt sozusagen spontan interessiert. Danke. Das war jetzt einiges. Herzlichen Dank. Und ich habe das so verstanden, dass die Frage sich insbesondere an Sie beide vielleicht richtet und vielleicht können Sie etwas aufteilen, es waren sicher viele Aspekte. Ja, ich würde gerne auf zwei Fragen eingehen. Als erstes auf Ihr Logikargument. Das ist ja eins zu eins das, was das Bundesverfassungsgericht auch zum zivilen Ungehorsam gesagt hat. Das halt auch, ja, ist meines Erachtens nicht zu Ende gedacht. Also das... die Geeignetheit des zivilen Ungehorsams halt wegfällt, wenn es nicht mehr als Regelbruch anerkannt wird, weil die Aufmerksamkeit gerade über diesen Regelbruch erzeugt wird. Dazu vielleicht eine Gegenfrage. Stellen wir uns jetzt mal vor, die Berliner Gerichte würden die Aktivisten der letzten Generation freisprechen wegen Notstands. Würden Sie sagen, dann wird kein Druck mehr auf den Gesetzgeber ausgeübt, dann würden alle sagen, ach ja, nee, wenn das jetzt nicht mehr strafbar ist, dann passt das. Dann wäre jeglicher Aufruhr in der Öffentlichkeit vorbei, jeglicher Druck von dem Gesetzgeber wäre genommen. Wollen wir jetzt ins Enter-Tipp gehen? Nee. Also, ja. Also ich finde eine Antwort darauf spannend. Also, Sie können doch nicht bestreiten, dass die Qualität der Sanktion bei Strafe etwas ganz Besonderes ist. Und wenn ich mit meinem Körper und mit meiner Freiheit dafür einstehe, für das, was ich tue, dann hat das eine andere Dimension, als wenn ich jetzt nicht sanktioniert werde und weiter demonstriere. Für mich jedenfalls, so verstehe ich Strafrecht, ne? Als das Ultima Ratio und das besonders Sozialschädliche. Und wenn dort dann trotzdem eingesetzt wird, also Sie, Ihre Rechtsgüter, dann ist das was ganz Besonderes, das eine ganz besondere Tragweite hat, für mich jedenfalls. Okay. Zu anderen Aspekten noch etwas sagen? Also Sie waren ja noch nicht dran. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich stundenlang darüber diskutieren könnten und nie zu einer Einigung kommen würden. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass sich unsere Lebensrealität massiv unterscheidet voneinander. Und ich glaube, das ist auch ein grundlegender Aspekt, der hier bei dieser Diskussion interessant ist. Auch dieses Argument von, ja, das sind alles komplexe, multiple Krisen, alles Mögliche muss mit einbezogen werden, da müssen komplizierte Abwägungsprozesse her. Im Prinzip stimme ich dem zu, idealerweise wäre das so. Aber gleichzeitig ist es eben physikalische Realität und das haben wir vorhin beschrieben, dass wir nur noch wenige Jahre Zeit haben, um diese Kipppunkte aufzuhalten. Und wenn ich jetzt hier sitze und da mir Gedanken über die strafrechtliche Bewertung mache, dann habe ich natürlich gerade jetzt das Privileg und den Luxus, davon Abstand zu nehmen und einfach nur darüber nachzudenken, wie bewerte ich das denn. Aber wenn ich hier sitze als 25-jährige Person, die vielleicht auch mal Kinder haben will, dann weiß ich, dass das wirklich in der Realität ums Überleben geht und dass wir jetzt einfach Möglichkeiten finden müssen, so schnell wie möglich. Und wenn es dann Antworten gibt, wenn sich hier irgendwer findet im Publikum, der oder die jetzt sagen kann, ey, das mit den Straßenblockaden voll die blöde Idee, so macht mal das, das wurde da und da versucht und das hat voll geil funktioniert oder das wäre doch voll die intelligente Lösung, die gar niemanden stört und auch keine Rechtsgüter verletzt und die trotzdem hier richtig Durchschlagskraft entfaltet und zu Maßnahmen führt, dann machen wir das sofort. Aber das Ding ist ja, es wurden Petitionen unterzeichnet und es wurde demonstriert und es wurden die Grünen gewählt, die jetzt im Parlament sitzen und ein Dorf für Kohle wegbaggern, was voll unnötig ist. So. Also was ja rechtlich bestätigt unnötig ist. Und da frage ich mich halt, was sollen wir denn machen? Und die Lösung ist sicher nicht, darüber nachzudenken, so, ja, und wie könnte denn das jetzt bewertet werden und alles abzuwägen, weil dann sitzen wir hier in 3 Jahren noch genauso und haben gar nichts gekonnt und die Kipppunkte fallen. Und das ist einfach dann, ja, da kann ich leider nicht so gut mit arbeiten.
Ja, vielleicht noch eine, wenn wir mal eine Bemerkung noch erlauben, weil jetzt in Unlogik da vorgehalten worden ist. Also man muss anerkennen, wurde schon gesagt, Bundesverfassungsgericht hat dort zum zivilen Ungehorsam in einer Randnummer eben dieses Argument dort ausgeführt. Und der zivile Ungehorsam definiert sich auch in der philosophischen Debatte über einen Regelbruch. Und was hier passiert, was ja dann auch überhaupt erstmal zu rechtfertigen ist, ist in jedem Fall das Eingreifen in fremde Freiheiten. Das erfassen wir im Strafrecht mit dem Tatbestand. Und wenn man, da unterscheiden sich ja die Schulen, wenn man dann sagt, das ist auch schon was ganz Gewichtiges, das ist erstmal rechtfertigungsfähig, dann ist das natürlich auch ein, aus meiner Sicht, ein Gegenstand, der dann diesen Gedanken eines dann auch provozierenden Regelbruches, der den tragen kann. Und dann ist es natürlich auch erst die Frage, ob diese Rechtfertigung eintritt. Die ganzen von dir beschriebenen einschneidenden Rechtsfolgen stehen ja im Raum, solange diese Sicherheit der Beurteilung zu 34 und zur Verwerflichkeit, die ein ganz offenes Merkmal nur ausmacht, da steht ja alles im Raum. Insofern also, dass das jetzt ungeeignet wäre, gar nicht in den Kontext des zivilen Ungehorsams fassen würde, also das kann ich nicht erkennen. Das möchte ich doch mal sagen, weil das Unlogik ist immer etwas hart, schon gar nicht logisch. Also deswegen gehe ich mal etwas aus der Moderatorenrolle raus. Und jetzt hoffe ich, dass wir noch ein, zwei weitere Wortmeldungen dran nehmen können. Und ich sehe Herrn Platzbecker, wenn ich es richtig sehe. Ja, richtig. Keine Sorge, meine Frage ist ein bisschen kürzer. Für mich war das ehrlich gesagt neu. Ich hatte das aus der Vorlesung von Herrn Gäde noch anders in Erinnerung, dass bei der Verwerflichkeitsabwägung nicht nur der Kommunikationsaspekt der Demonstration berücksichtigt wird, sondern auch das Fernziel. Offensichtlich hat das Verfassungsgericht das jetzt geändert. Aber Sie haben jetzt gesagt, nein, das ist kein Problem, das stürzt uns noch nicht in einen Staat der moralischen Willkür, sondern das lässt sich ja alles normativ anknüpfen an die Verfassung. Ja, aber lässt sich das nicht fast immer? Also könnte ich jetzt nicht auch als militanter Abtreibungsgegner mich zum zivilen Widerständler erklären und dann mich auf Artikel 2 zurückziehen? Also ist das nicht hochproblematisch, wenn ich so unbestimmte Grundrechte oder andere Verfassungsprinzipien moralisch auflade und ohne dass da was einfach gesetzlich konkretisiert ist, mich dann als Rechtfertigungsgrund darauf berufe. Also, um das nochmal zuzuspitzen, wo hört denn der Rechtsstaat auf und wo beginnt der von Professor Rönner schon heraufbeschwörte, quasi theokratische Staat der richtigen Moral? Eine Kurzantwort dazu, aber vielleicht wollen Sie auch noch was sagen. Ich glaube, dass da ein sehr relevanter Unterschied besteht, nämlich der, dass ob ich AbtreibungsgegnerInnen oder BefürworterInnen bin, ja mit irgendwie meiner persönlichen moralischen Bewertung dieser Frage zusammenhängt, eben genau was, wo wir heute auch schon viel drüber geredet haben, während die Frage, ob unsere Lebensgrundlagen, unsere Gesellschaft und unsere Natur und planetaren Systeme unter den Folgen der Klimakrise leiden werden, eine von 97% der WissenschaftlerInnen weltweit geteilte Auffassung ist und das natürlich den Maßnahmen innerhalb der Verfassung, innerhalb dieses 20a, ja eine andere Konkretheit gibt, die nicht so sehr von subjektiver Moral abhängig sein muss und dann ja aber sich leichter vertreten lässt, glaube ich, in so einem Fall. Aber das Argument, das ist jetzt wissenschaftlich bestens untermauert, verwischt das nicht ein bisschen den Unterschied zwischen Sein und Sollen? Also wir sprechen ja jetzt hier gerade normativ über einen Rechtfertigungsgrund und da ist das ja ehrlich gesagt die Faktenbasis nur zweitrangig, oder nicht? Also ich glaube, wenn unser Rechtssystem und die Rechtsprechung nichts damit zu tun hat, wie Dinge tatsächlich sind oder sein sollen, dann geht es ja auch ein bisschen daran vorbei, was es also... Also sind oder sein sollen? Beides. Also wir zerstören ja jetzt gerade unsere Natur und sie wird in Zukunft zerstört sein. Und wenn wir jetzt die rechtliche Bewertung ganz unabhängig davon betrachten, dann geht das an der Realität unseres Lebens jetzt und unseres Lebens in der Zukunft vorbei. Ja, aber jetzt geben Sie mal das Mikrofon noch weiter. Das war eine sehr gute Frage, hatte ich auch hier auf dem Zettel. Also das war ein sehr relevanter Beitrag. Gleichwohl möchte ich noch mal schauen, das meine ich sehr ernst, Herr Platzbecker. Also ich möchte aber noch mal schauen, gibt es noch weitere Fragen? Bitte. Frau Sieren.
Ich habe eine Frage, die sich eher wieder auf das Juristische bezieht und von dem Moralischen ein wenig entfernt und sich vor allem an Herrn Engländer richten dürfte. Wenn Sie diese weitere Interpretation des Geeignetheitsbegriffs ablehnen, in welchem Szenario komme ich denn überhaupt dazu, dass eine Handlung, die zugunsten eines Allgemeinrechtsguts ausgeübt wird, geeignet ist? Weil Allgemeinrechtsgüter zeichnen sich ja typischerweise durch das Überindividuelle aus. Und wenn ich mit der ganz herrschenden Meinung die Notstandsfähigkeit von Allgemeinrechtsgütern auch grundsätzlich anerkenne, dann kann ich es ja nicht in einem zweiten Schritt durch die Geeignetheit eigentlich wieder komplett aushöhlen. Ja, schöne Frage. Erster Punkt. Ich habe in der Tat ein Problem mit der Notstandsfähigkeit von Kollektivrechtsgütern. Weil ich in der Tat der Auffassung bin, nur ein Satz dazu, dass das in der Tat Aufgabe des Staates dann ist oder eben des, insbesondere des Parlamentes, dann eben zu klären, auf welche Art und Weise wir mit solchen Gefahren umgehen und wem dann eben die Opfer auferlegt werden, um dieser Gefahren Herr zu werden. Wenn man der herrschenden Meinung gleichwohl folgt, gibt es aber natürlich dennoch, kann sagen, konkrete Gefahrenlagen für eben Kollektivrechtsgüter, also etwa im Hinblick auf vielleicht allgemein die Sicherheit des Straßenverkehrs, vielleicht wenn wir an bestimmte Formen des, von Umweltdelikten denken, also jemand verklappt etwa vielleicht gerade Giftstoffe irgendwie in einem See. Wo man sagen kann, hier ist das Handeln des Einzelnen in der Tat dann auch geeignet, diese Gefahr eben abzuwenden. Also das heißt, die besondere Konstellation, die wir eben bei der Klimathematik haben, dass das Handeln des Einzelnen zunächst mal für sich betrachtet keinen Unterschied macht. Das ist in der Tat eben eine der besonderen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Klimakrise. Das ist allerdings kein allgemeines Kennzeichen für die Gefährdung von Kollektivrechtsgütern insgesamt. Also bei Kollektivrechtsgütern gibt es eine Menge von Szenarien, wo in der Tat das Handeln des Einzelnen dann einen erkennbaren Unterschied macht und von daher uns die Geeignetheit dann für keine Schwierigkeiten stellen würde, wenn es darum geht, eben sie zu begründen. Ja, herzlichen Dank. Ich meine, ich hätte noch eine Frage gesehen. Ja, bitteschön. Ja, meine Frage würde sich an Frau Professor Hörn richten. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, hatten Sie ja unter anderem gesagt, dass wenn man jetzt einen Vergleich zu der ehemaligen Rechtsprechung zu Blockaden und so weiter abstellt, hier auch darauf abgestellt werden muss, dass ja eine viel größere Zahl an Personen in dem Moment betroffen ist, muss vor dem Hintergrund dann nicht aber auch das Ziel mit einbezogen werden in dieser Abwägung im Sinne des durchaus anerkannten Risikos anhand der Klimakrise? Ja, also ich würde das ja auch nicht grundsätzlich ausschließen, nur eben, das verdünnt sich dann wieder, wenn davon auszugehen ist, dass das eine Reihe, und ich meine, da teile ich auch die Überzeugung, die Thomas Rönner zum Ausdruck gebracht hat, dass es eine Reihe von sehr wichtigen Fernzielen gibt. Also wenn man sagt, dass bestimmte wichtige politische Anliegen, die von vielen Menschen in unserer Gesellschaft als wichtige politische Anliegen angesehen werden, dass die einfließen, dann haben sie ja immer die gleiche Situation. Also mein Argument wäre nur zu sagen, dass die Spezialsituation der Ausflacken der Klimakrise als das einzig zulässig politische Ziel, dass das nicht überzeugt. Soll ich darauf reagieren? Ich habe jetzt den Kollegen da im Blick. Felix Hanschmann. Nur ganz kurz, sonst werde ich verprügelt, weil ich es überziehe. Ich glaube, natürlich sprechen wir über zivilen Ungehorsam.
Ich sehe den Logikbruch nicht, weil ich glaube, dass die Aufmerksamkeitsgenerierung durch die Aktionen, die sie machen, die großen Mut erfordert, finde ich, den ich nicht aufbringen könnte, nicht so sehr aus dem Regelbruch folgt und aus der möglichen Strafbarkeit, sondern dadurch, dass dem Deutschen das Auto sehr lieb ist und er morgens um 8 Uhr eben von diesen jungen Leuten daran gehindert wird, mit seinem Auto weiterzufahren. Und ich glaube, das ist das, was sozusagen die Störung bedeutet und was dann auch die Aufmerksamkeit generiert. Das zeigt sich auch daran, dass die nachfolgenden Strafprozesse ja eigentlich gar nicht mehr so im medialen Aufmerksamkeit sind, wie die Videos von diesen Verkehrsstörungen. Das Zweite, dass Demokratiewiderspruch, ich glaube, Herr Bönte hat das so ein bisschen am Rande angedeutet, wir haben sozusagen eine formalisierte Form der Demokratie, die im Grundgesetz abgeregelt ist. Wir haben aber eben daneben schon immer historisch und in der Praxis informelle Formen der demokratischen Intervention gehabt. Und dazu gehören eben auch solche Protestformen, wie wir sie hier sehen. Deshalb würde ich den Widerspruch sozusagen gar nicht so stark sehen. Ich habe sie jetzt auch nicht unter Fundamentalismusverdacht. Das wäre sozusagen im Habermaschen Sinne, ist ziviler Ungehorsam ja eine Protestform, die aber grundsätzlich sozusagen das System und damit auch die Demokratie anerkennt, aber eben den Regelbruch in Kauf nimmt und das, was damit verbunden wird. Und diese Form von Protestform würde ich jetzt nicht als einen Sturm aufs Kapitol oder des Reichstags in Berlin. Insofern ist mir das weitaus sympathischer als Protestform von rechts. Ich bin ein bisschen, das ist der letzte Punkt, erstaunt. Ich habe eigentlich das Strafrecht, auch wenn ich es weitgehend auf Lücke gelernt habe, immer so verstanden, dass es doch nicht nur bei der Strafzumessung, aber an ganz vielen Punkten Unterschiede macht zwischen individuellen Interessen und altruistischen Interessen. Also ich erinnere mich an, es gibt irgendwie bei der Wahrnehmung berechtigter Interesse bei den Äußerungsdelikten und bin jetzt etwas erstaunt, dass das Strafrecht so reingewaschen wird und als eine objektive, neutrale Instanz daherkommt, in der sozusagen solche Differenzierungen überhaupt keine Rolle spielen und das sozusagen vollkommen frei ist davon. Als Örechtler bin ich umso mehr erstaunt, wenn dann so Vorschläge kommen, naja, aber was ist denn jetzt sozusagen mit Leuten, die sich beispielsweise gegen den Bau von Asylbewerberinnenheimen engagieren? Ich glaube, der Unterschied ist, und das sieht man an den Klimaprotesten sehr deutlich, eine wesentliche Frage, auch fürs Strafrecht vielleicht relevant, kann ich die sozusagen grundgesetzlich normativ rückbinden, die Motive? Und da scheint mir doch ein erheblicher Unterschied zu sein zwischen dem Protest gegen den Bau eines Asylbewerberheims, wo ich sagen muss, da steht das Grundgesetz vermutlich mit Artikel 3 Absatz 3 und anderen normativen Normen sozusagen klar entgegen. Und dann gibt es eben Protestanliegen altruistischer Art, da fällt es mir leichter, wie 20a sozusagen das an das Grundgesetz anzubinden. Und damit komme ich auch zu unterschiedlichen Wertungen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, lieber Felix. Ja, wir haben, also will damit noch, darauf noch jemand erwidern oder irgendwie Gegenpositionen beziehen? Wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich erstmal ich ganz kurz Ihnen allen danken, den Referentinnen und Referenten, dass Sie zu uns gekommen sind, auch dem Publikum, und ich übergebe an Svenja Lindner. Ja, angesichts der Zeit halte ich mich auch ganz kurz. Ich möchte auch Danke sagen an Sie, liebes Podium, an dich, lieber Carsten, für diesen spannenden und facettenreichen Debattenabend. Unsere Studierenden zu ermutigen, über den Tellerrand in andere Fachrichtungen zu schauen, Perspektiven verschiedener Akteure einzunehmen und und eigens gebildete Ansichten zu hinterfragen, das ist unsere Aufgabe im Studium Generale. Ich glaube, das ist heute mehr als gelungen. Genau, es gab einen fruchtbaren Dialog zwischen AktivistInnen, WissenschaftlerInnen und den Studierenden der Öffentlichkeit. Der Saal hier ist voll, im Stream waren 160 Personen dabei. Genau, ich glaube, das war wunderbar heute. Mein Dank gilt Ihnen für Ihre Zeit und Ihr Kommen. Wir haben ein kleines Dankeschön, ein Beutel mit den Motiven der Bucerius Law School aus Bio-Baumwolle. Mein ganz herzlicher Dank gilt dir, lieber Carsten, und für die Moderation, die Organisation, an die wir uns anschließen durften, und natürlich an Sie, liebe Studierende, dass Sie hier waren. Bei Brezeln und Wein kann jetzt weiter diskutiert werden. Vielen Dank.